Herzlich willkommen. Ich begrüße Sie im zweiten Teil des Grundkurses Wärmeplanung hier bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Entschuldigen Sie bitte die leichte Verzögerung. Wir hatten hier noch gerade ein kleines technisches Problem, aber jetzt können wir direkt starten. Es ist, wie gesagt, der zweite Teil. Den ersten hatten wir in der letzten Woche. Viele von Ihnen sind wahrscheinlich auch in diesem Teil schon mal drin gewesen, aber wir begrüßen natürlich auch herzlich die neuen Teilnehmer. Ja, Wärmeplanung ist der Versuch, den direktesten Weg in eine klimaneutrale Wärmezukunft zu nehmen, also die Wärmeversorgung auf eine regenerative Versorgung umzubauen und natürlich auch dabei den Energieverbrauch zu reduzieren, denn sonst klappt das nicht mit der Umstellung auf die regenerativen im Wärmebereich ein recht ambitioniertes Unterfangen. Deswegen war dieses Thema bislang auch besonders gehighlightet oder hatte eine besondere Aufmerksamkeit bei klimaaktiven Kommunen, die sehr stark sich um den Klimaschutz gekümmert haben. Jetzt erfährt das Thema eine ganz neue Popularität sozusagen aus einem traurigen Grunde, nämlich dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und den damit verbundenen Steigerungen fossiler Energieträger. Gewinnt natürlich das Thema der Energieunabhängigkeit eine weitaus größere Bedeutung nochmal. Und in diesem Zusammenhang hat sich auch die Bundesregierung ja auf den Weg gemacht, den Kommunen da eine Verantwortung zu übereignen sozusagen und auch auf Bundesebene zu initiieren, dass es eine verbindliche Wärmeplanung für Kommunen bestimmter Größenordnungen geben wird. Wir haben hier die Gelegenheit, uns ein Bundesland anzuschauen, die Praxis eines Bundeslandes, in dem es schon länger die Wärmeplanung gibt, die verbindliche Wärmeplanung, nämlich Baden-Württemberg. Und ich freue mich, dass wir Raphael Grusig auch zum zweiten Teil hier begrüßen können. Er ist von der Energieagentur Kreis Ludwigsburg und wird uns auch diesen zweiten Teil des Kurses hier präsentieren. Und unterstützt wird er von seinem Kollegen Steffen Petruch, der die Frage- und Antwortbetreuung im Hintergrund macht. Ja, das letzte Mal haben wir uns die Wärmeplanung, den ganzen Zyklus einmal angeschaut, also von der Bestandsaufnahme hin zur Wärmewendestrategie, die man dann mit bestimmten Akteuren verabredet. Heute wollen wir uns nochmal stärker beschäftigen mit der Umsetzung der Wärmewende und mit den Fragen, welche Akteure brauchen Kommunen eigentlich, um die Wärmewende umsetzen zu können? Wie findet man diese Akteure? Wie schafft man diese Akteure möglicherweise auch? Welche Betreiber Modelle eignen sich und wie sieht es eigentlich mit der Wirtschaftlichkeit aus? Auch heute werden wir wieder viele Beispiele sehen und ich freue mich sehr auf die Präsentation. Für die KWP, wenn wir nachher die Wärmewende wirklich im Detail anschauen, dann sehen wir, dass es da an und für sich immer drei Strategien gibt. Das eine ist die Effizienzstrategie, absolut essentiell, dass wir die Gebäude sanieren. Wir kommen da nicht drum herum. Wir müssen runter mit dem Endenergieverbrauch. Auch die Suffizienzstrategie, total wichtig. Die Effizienz der ganzen letzten Jahre haben wir dafür vergeudet, dass wir immer mehr Wohnraum haben. In den 90er Jahren lagen wir so bei 30 Quadratmeter pro Kopf, jetzt bei 50 Quadratmeter pro Kopf. Damit kommen wir nicht ans Ziel, ne? Wenn wir immer mehr Wohnraum haben. Das heißt, wir müssen irgendwie mal auch die Frage stellen, was ist genug und wie kommen wir dahin? Wie reicht das aus? So, das sind aber prinzipiell Ansätze, Suffizienz und Effizienz, die eher auf individueller Ebene passieren. Ne? Das heißt, der einzelne Gebäudeeigentümer schaut, was macht er? Was für Wohnungen baue ich? Wie groß sind die Wohnungen, die ich baue? Wie groß ist das Haus, in dem ich als alleinstehende Person drin lebe und so weiter? Genauso auch der Gebäudeeigentümer entscheidet, ob er saniert. Hier bei der Konsistenz ist es ein bisschen spannender. Weil zum einen haben wir natürlich der Austausch der Heizung, Einbau von Wärmepumpen, das kann ich auch noch individuell machen. Aber der zweite Punkt hier, nämlich die Wärmenetze oder auch die Umstellung der Wärmenetze, das ist etwas, was eigentlich zentral gelöst werden muss. Das kann ich nicht als einzelne Privatperson machen, sondern das muss wirklich zentral organisiert werden. Und da sehen wir eben und auch teilweise zum Beispiel auch unsere Landesregierung in Baden-Württemberg einen ganz klaren Handlungsauftrag der Kommune. Und dafür brauche ich eine langfristige Strategie, dafür braucht es einen Akteur, der das wirklich umsetzt. Und genau darauf fokussieren wir uns jetzt heute, wie kriegen wir das umgesetzt. Um
ganz kurz nochmal eine Folie zur KWP zu haben, um das einfach einzusortieren. Das hier ist dann zum Beispiel das Ergebnisbild der kommunalen Wärmeplanung in Freiburg oder eins aus meiner Sicht ganz wichtiges Ergebnisbild. Wir sehen eben hier in der Innenstadt in Blau, in allen dicht besiedelten Quartieren sagen die, okay, hier haben wir Fokusgebiete für Wärmenetze, hier sollen Wärmenetze hinkommen. In so Zwischenbereichen muss man mal noch schauen, was da genau passiert. Da gibt es verschiedene Optionen. Und in den Randbereichen, zum Beispiel auch hier in ländlichen Bereichen am Kaiserstuhl, das sind dann wirklich eher die Wärmepumpen, die da die Rolle spielen werden. Und was wir jetzt heute eben machen, ist Fokus rein auf das Blaue, weil die ganzen Wärmepumpen, ja, dafür brauche ich auch die richtigen Rahmenbedingungen. Da muss auch der Gesetzgeber vorgeben, wie das gehen wird. Das kommt jetzt zum Beispiel in 65% erneuerbare Energien ab 2024 bei jedem Heizungstausch. Da werden die Leute wirklich verpflichtet, nicht mehr Gas und Öl einzubauen, sondern Wärmepumpen einzubauen. Und dann geht das auch in die richtige Richtung. Genau. Jetzt nochmal ganz kurz, was ist die Agenda? Hier, das hier sind die Themen, die wir bei der letzten Sitzung hatten. Potenzial für klimaneutrale Wärmeversorgung, eine Aufstellung vom Zielszenario, das ist quasi das, was wir gerade eben hatten, Ablauf der kommunalen Wärmeplanung und einige ganz kurze Beispiele. Heute ist der Fokus darauf, zuerst ein Wärmenetzbau in Tamm und das Projekt Solnet in Steinheim an der Mur. Und während diesen beiden Projekten werde ich so ein bisschen verschiedene Grundlagen zu Wärmenetzen erzählen. Also das ist so mittendrin in diesen Beispielen. Nach der Pause gehen wir dann nochmal ganz konkret auf Betreibermodelle für ein Wärmenetz ein und Wärmenetze umsetzen und betreiben. Das heißt, im ersten Teil haben wir eher so ein bisschen die technische Brille und im zweiten Teil schauen wir uns wirklich konkret diese Akteure an. So, schaue ich einmal kurz auf die Uhr. Passt. Genau, Wärmenetzbau in Tamm, klimaneutrale Wärmeversorgung bis 2030. Tamm ist hier im Landkreis Ludwigsburg eine Gemeinde, die gerade eins neben der Stadt Ludwigsburg ist. Die Gemeinde hat so 12.000 Einwohner und was hier sehr charakteristisch ist in dieser Gemeinde, dass in der Mitte eine große Eisenbahnstrecke durchgeht und S-Bahn, das heißt vier Gleise, das teilt die Stadt so ein bisschen in zwei Teile. Und ja, wir fokussieren uns jetzt hier eigentlich nur auf den Teil westlich der Schienen. Und die Kommune hatte da eigentlich ein ganz typisches Problem. Viele verschiedene kommunale Gebäude, die sehen sich hier in Rot eingezeichnet. Ja, und bei allen stand irgendwie Sanierungen an. Muss man irgendwie was machen? Viel zu hoher CO2-Ausstoß. Und dann typischer Weg, man hat Sanierungsfahrpläne aufgestellt und ja, was dann halt so rauskommt, ja, saniert bitte die Gebäudehülle, schaut, dass die Häuser besser wärmegedämmt sind, weniger Wärmeverluste haben und so weiter. Aber beim Heizungstausch war so ein bisschen die Frage, ja, was für Heizung soll man einbauen? Welche Energie soll man denn da verwenden? Und was ist auch hier inmitten der städtischen Bebauung überhaupt sinnvoll und möglich? Diese Überlegungen waren jetzt vor der aktuellen Energiekrise. Inzwischen wäre es vielleicht schon ein bisschen eindeutiger. Aber wenn man da so 2021, Anfang 2021 unterwegs war, war es nicht ganz so eindeutig, was man da machen soll. Und haben wir einen Ansatz gewählt, der ganz ähnlich ist wie zur kommunalen Wärmeplanung. Wir haben einfach angeschaut, welche Potenziale haben wir? Womit könnten wir denn eigentlich das Gebäude sinnvoll beheizen? Und ja, gut, wir wollten mit dem CO2-Ausstoß runter. Das heißt, Erdgas, Erdöl ist schon mal keine Möglichkeit. Wasserstoff ist aktuell nicht verfügbar und wird perspektivisch sehr teuer sein. Das heißt, darauf wollten wir jetzt auch nicht setzen. Geothermie und Grundwasser ist einfach nicht verfügbar an dieser Stelle, ist in der Innenstadt aus geologischen Gründen nicht nutzbar. Biomasse ist ein sehr begrenzt verfügbarer Rohstoff, das heißt, können wir auch nicht in Unmengen verwenden. Und wenn wir jetzt das sagen als Kommune, hey, wir sind Vorreiter und bauen jetzt hier überall Holz ein, wenn das alle nachmachen, dann haben wir ein ziemlich großes Problem. So, wir sind im waldärmsten Landkreis in ganz Baden-Württemberg, das funktioniert einfach nicht. Ja, Solarthermie alleine, singulär in einem Gebäude, da kommen wir halt auch nicht mehr wie auf 15-20%. Also so richtig viel bringt das nichts. Wenn, dann wäre es eher die PV-Anlage. Gut, Umgebungsluft, wir können Luftwärmepumpen einbauen, aber dann sind wir halt das Problem. Okay, wir sind in einer dichten Bebauung. Ist das jetzt wirklich so sinnvoll? Aber gut, das wäre so das eine Ergebnis. Oder wir schließen uns an ein Wärmenetz an. Aber es gibt kein Wärmenetz. Es gibt einfach kein Wärmenetz aktuell. Aber wenn man das mal einen Schritt weiter denkt, was würde passieren, wenn wir hier ein Wärmenetz anschließen? Oh, dann hätte ich ziemlich viele Potenziale, an die ich mich anschließen könnte, weil ich habe plötzlich ganz andere Möglichkeiten. Außerhalb von Tamm gibt es zum Beispiel eine Stelle, da kann man Erdwärmesonden einbringen, da kann ich plötzlich Geothermie nutzen. Ich könnte plötzlich auch die Solarthermie in Verbindung mit saisonalen Wärmespeichern denken. Dann kann ich plötzlich auch mal 50%igen solaren Deckungsbeitrag haben.
Ich kann auch die Luftwärmepumpe viel unproblematischer verwenden, weil ich sie abseits von der Wohnbebauung aufstellen kann, sodass die Geräuschemissionen nicht so tragisch sind. Abwasserwärme kann ich nutzen, das war ja davor noch gar nicht denkbar, weil ich einfach das zentrale Wärmenetz habe und abhängig von, wo der Abwasserkanal ist, da gut einspeisen kann ins Wärmenetz. Wasserstoff gegebenenfalls zur Spitzendeckung, zu 2-3 Prozentpunkte später mal, ist vorstellbar. So als Grundlast ist oder als Hauptenergieerzeuger ist definitiv nicht vorstellbar, aber mal 2-3 Prozentpunkte in einem Wärmenetz, kann man sich vorstellen. Ja, Biomasse immer noch nicht gut, aber ist dann hier auch schon mal wieder keine Grundlast. Und ja, 1,5 Kilometer neben Tarm gibt es auch eine Biogasanlage, die momentan 50% der Wärme, nämlich alles, was eben nicht zu Strom wird, in den Himmel pustet. Und die Wärme dürfen wir ja auf jeden Fall schon mal nutzen. Das heißt, wir sehen von dem her, dass wir eigentlich gerade keine Potenziale hatten, so wir bauen ein Wärmenetz, haben wir plötzlich wahnsinnig viele Potenziale. Das heißt, Wärmenetze ermöglichen uns überhaupt erstmal Potenziale und verschiedene Energiequellen in einen Ort reinzubringen. Und daher ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Wie kann man sich das ungefähr vorstellen? Das hier ist eine sehr schöne Grafik vom Hamburg-Institut, die eben aufzeigen, das Wärmenetz verbindet diese ganzen Quellen. Was wir jetzt in Tamm nicht haben, aber sonst noch eine ganz wichtige Wärmequelle ist Industrieabwärme. Und wir haben eben auch diese Sektorkopplung, dass wir zusammen mit erneuerbarem Strom und Großwärmepumpen die Wärme eben ins Wärmenetz reinbringen. Und das Wärmenetz selbst hat auch einen großen Speicher, im besten Fall einen saisonalen Speicher, sodass wir da dann Energie zum Beispiel auch vom Sommer in den Winter verschieben können. Genau. Wenn das Wärmenetz ist, die reine Wärmeerzeugung, wie kommt dann vom Wärmenetz die Wärme nach Hause? Schauen uns das auch einfach an, nochmal ganz grundlegend. Wir legen in die Straßen große Wärmerohre. In diesen Wärmerohren gibt es immer zwei Leitungen, also häufig sind es auch einzelne Leitungen. Das eine ist der Vorlauf, das andere ist der Rücklauf. Im Vorlauf fließt das warme Wasser zu den Gebäuden hin. Dort erwärmt es die Häuser und abgekühlt fließt es dann wieder zurück zur Heizzentrale, also dort, wo die Wärmeerzeuger stehen, im Rücklauf zurück. Hier im Haus ist eine Übergabestation, zum Beispiel so ein Kasten hier, das ist an für sich ein Plattenwärmetauscher, dass das Wärmenetz hydraulisch vom Gebäude getrennt ist, also das Wasser vom Wärmenetz geht nachher nicht in die Heizkörper, sondern übergibt nur die Wärme. Und hier in dem Fall haben wir eben dann auch noch einen normalen Trinkwarmwasserspeicher, man könnte aber auch alternativ eine Frischwasserstation verwenden und so weiter. Das heißt, Vorteil, wir erzeugen an einer oder an ein paar wenigen Stellen zentral Wärme und liefern die in jedes Haus über eine Leitung. Heißt aber natürlich auch, wir müssen diese Leitungen im Ort einbauen. Das sind sehr große Leitungen, man kann die auch nicht schießen oder so. Also man muss wirklich bis zur Kellerwand graben. Tiefbau ist normalerweise so, pauschal würde ich jetzt mal sagen, 60 bis ein Meter über 60 Zentimeter bis ein Meter über Deckung. Und daher, das merkt man schon. Das ist ein bisschen kleiner wie Abwasserkanäle, aber es ist so eben nur ein bisschen kleiner wie Abwasserkanäle. Das ist schon große Baumaßnahmen, wenn man so ein Wärmenetz im Ort verlegt. Genau, Vorteile von Wärmenetzen haben wir jetzt gerade schon gehört. Leitungsgebundenheit, wir können viele verschiedene Wärmequellen einbinden. Systemdienlicher Betrieb, da sage ich gleich noch was. Aber eben auch eine emissionsarme Wärmeversorgung ist damit möglich, weil alle emissionsstarken Prozesse kann ich eben nach draußen bringen. Sei es jetzt Verbrennungsprozesse, wie zum Beispiel von Holzhackschnitzeln oder eben Luftwärmepumpen oder ähnliches, die kann ich dann schauen, dass sie nicht mehr im Siedlungsbereich sind. Das heißt für den Nutzer emissionsarm. Wir sollten auch einmal kurz über die Nachteile reden, weil die zeigen uns ja ganz häufig auch die Grenzen auf. Wo sollte ich keine Wärmenetze verwenden? Ein Punkt, der auf jeden Fall immer der Fall sein wird, ist, dass ich im Wärmenetz höhere Vorlauftemperaturen brauche als bei einer individuellen Versorgung. Das heißt, wenn ich jetzt ein Wärmenetz mache, was nur durch eine Luftwärmepumpe gespeist wird, dann wird die Luftwärmepumpe auf einem höheren Temperaturniveau laufen und damit weniger effizient sein, weil ich einfach nur schon durch die Wärmetauscher nachher ein niedrigeres Temperaturniveau zu den Häusern liefere. Und ich auch immer das schlechteste Haus versorgen muss oder zumindest einen Großteil der Häuser damit versorgen können muss. Das heißt, da haben wir schon mal Effizienznachteile. Das heißt, wir müssen durch die Systemdienlichkeit und durch die viele verschiedenen Wärmequellen, die wir reinbringen, diesen Nachteil ausgleichen. Ich kann das aber auch mal vorwegnehmen, das klappt eigentlich immer sehr, sehr gut. Auch ein Nachteil aus Sicht der Wärmewende ist definitiv, wenn sich Häuser an ein Wärmenetz anschließen, sinkt der Sanierungsdruck. Wir brauchen energetische Sanierung. Und ich glaube aktuell, auch wenn es nicht schön ist bei den aktuellen Erdgaspreisen, sieht man dann auch, was ein Sanierungsdruck ist. Wer jetzt gedämmt hat, wird es definitiv nicht bereuen, dass er da Energie einspart. Und es kann natürlich mit dem günstigen Wärmenetz, kann es ja
diese Option ein bisschen schlechter machen, weil man einfach Energie vielleicht auch günstiger bekommt oder nicht die ganzen Effizienzvorteile hat, wie wenn ich mir selber eine Luftwärmepumpe einbaue, dann sehe ich es ganz direkt, was für Vorteile ich habe, wenn ich jetzt dämme. Häufig muss man tatsächlich aber auch sagen, werden Wärmenetze nicht technisch optimal umgesetzt. Wenn ich jetzt im Bestand ein neues Wärmenetz baue mit 90 Grad Vorlauftemperatur, da kann ich Erneuerbare nicht optimal mit einspeisen. Die sind da nicht sehr gut. Ich sollte schauen, dass die Vorlauftemperaturen möglichst niedrig sind. Und das ist schon ein Problem. Wir haben prinzipiell hohe Kosten für Wärmenetz. Man muss aber auch sagen, hohe Förderung. Und das mit den Bauzeiten. Ganz viele Wärmenetze brauchen sehr lange, bis sie wirklich kommen und gebaut werden. Genau. Die Transportierbarkeit, anders wie Erdgas, haben wir eine begrenzte Transportierbarkeit. Das Wärmenetz hat eine gewisse Distanz, wo es dann halt ja danach sehr unwirtschaftlich wird, beziehungsweise eine Menge, die wir dadurch bekommen. Aber wir haben wenigstens eine Transportierbarkeit. Also bei der Luftwärmepumpe oder bei allen anderen Wärmequellen, ich bekomme die anders nicht mehr elegant in den Ort rein. Und natürlich haben wir auch einen Flächenbedarf für die Wärmeerzeuger. Allerdings, da muss man sagen, was ist sonst die Alternative in den meisten Fällen? Auch Strom- oder Winderzeugung außerhalb des Ortes braucht Flächen, Biomasse, Wasserstoff brauchen erst recht Flächen und so weiter. Genau, so, jetzt schauen wir uns nochmal dieses Wärmenetz ein bisschen konkreter an. Wir hatten es jetzt schon vorgesehen, die roten sind die kommunalen Gebäude und dann hat man hier recht schnell gesagt, ach, das passt doch eigentlich ganz gut, wir können diese ganzen kommunalen Gebäude zusammen anschließen, versorgen die mit einer erneuerbaren Wärmequelle und alle zusammen werden versorgt. Der nächste Schritt war, dass man sich gedacht hat, dieses Problem, welche Wärmequelle verwende ich für ein klimaneutrales Szenario, das ist doch eigentlich ein Problem, was alle haben. Das hat nicht nur die Kommune für ihre kommunalen Liegenschaften, sondern das ist wirklich ein Problem, was ja alle Bürger teilen. Und dann hat sich in der Verwaltung, im Gemeinderat eigentlich recht schnell das Bild geprägt, dass man sagt, okay, wir wollen eigentlich alle Häuser, für die es wirtschaftlich möglich ist, wollen wir an dieses Wärmenetz anschließen. Und dann war aus diesem kleinen ersten Bauabschnitt, den man sich ursprünglich vorgenommen hat, sehr schnell eine Planung, wo man gesagt hat, okay, wir versorgen alle Häuser, ja wunderbar. Und weil die Leute dann recht schnell angerufen haben, die ganze Zeit anzurufen, wann werde ich angeschlossen und ich weiß nicht, ob meine Heizung noch so lange durchhält und so weiter, hat man auch gesagt, wir brauchen eine Ausbauplanung, wo wir ganz klar sagen, wann wird welche Straße angeschlossen, damit die Leute sich darauf einstellen können, damit eben klar ist, okay, wenn morgen deine Heizung kaputt geht, das Wärmenetz aber erst 2028 kommt, brauchst du noch mal eine neue. Hingegen, wenn du gerade nicht sicher bist, wie lange deine Heizung noch hält und wir nächstes Jahr kommen, ja, dann mach mal nichts, die kriegen wir schon noch durch und wenn nicht, kriegst du eine Notheizung. Dass das da Planungssicherheit, ne? Und da sind wir wieder quasi bei dem vom letzten Mal bezüglich KWP, Planungssicherheit vermitteln, den Leuten zu sagen, wohin geht die Reise, wie werden die sie zukünftig mit Wärme versorgt. Genau, jetzt hier im ersten Bauabschnitt, das ist das Grüne, hatten wir 12 WEGs und was wir sehr spannend fanden, vor ein paar Jahren galten WEGs noch als Bremser für Wärmenetzentwicklung. Wir haben jetzt hier bei den WEGs eine Anschlussquote von 100%. Ansonsten so im gesamten Netz liegen wir so bei rund 70%. Das Ganze aber mit einem sehr, sehr kurzen Zeitraum der Akquise. Zum Zeitraum komme ich nachher noch. Was uns eben hier wichtig ist, ist, wir haben die Planungssicherheit für alle Akteure aufgebaut. Genau, jetzt brauchen wir aber auch noch Wärmequellen dazu. Da haben wir ein abgestuftes Konzept, nämlich wir haben kurzfristige Erzeuger für die ersten 1-2 Ausbauschritte, wir haben ein mittelfristiges Konzept und wir haben eine langfristige Strategie. Jetzt kurzfristig haben wir geschaut, was ist da. Das sind zum einen in den Schulgebäuden oder im Schulgebäude und im Rathaus haben wir Gaskessel. Die werden in Zukunft als Gasspitzenlastkessel verwendet, wirklich die bestehenden alten Kessel. In der Schule kommt ein neues Erdgas-BHKW hin. Ja, das Ganze war noch vor der aktuellen Gaskrise. Wir hatten gedacht, wir bauen das jetzt ein und das läuft gemütlich aus bis Mitte der 30er Jahre. Oder vielleicht sogar auch nur Anfang der 30er Jahre. Aktuell ist die Wirtschaftlichkeit noch mal ein bisschen schwieriger, aber auch da kann man sagen, hohe Gaspreise sind da, aber wir bekommen ja auch sehr hohe Strompreise, wenn wir Gas einspeisen. Zusätzlich dazu haben wir daher jetzt spontan Holzhackschnitzelkessel aufgestellt, in mobiler Bauweise, hier oben rechts. Das heißt, das ist eine Containerbauweise, die werden jetzt einige Jahre betrieben werden. Das hilft uns ganz gut zum Wärmenetzausbau, ist erneuerbar, ist die Hackschnitzel hängen anders wie die Pellets nicht am internationalen Energiemarkt, sodass sie auch relativ günstig sind. Und die können wir dann zu gegebener Zeit hier einfach wegnehmen und zum nächsten Wärmenetz hinstellen, was dann dort irgendwo entsteht. Und
der Anschluss an die Biogasanlage hier unten, der wird nach vorne gezogen. Auf dem Weg dorthin kommen wir auch bei einer Fläche vorbei, wo Erdwärmesonden möglich sind, sodass wir dann auch außerhalb Geothermie betreiben können und einbinden. Das ist dann schon der nächste Abschnitt. Mit den Erdwärmesonden tun wir auch den Brennwerteffekt in der Biogasanlage nutzen. Wir machen eine Abgaskondensation und da kombinieren wir das optimal, dass wir durch einen sehr kalten Rücklauf eine höhere Ausbeute aus dem Abgas haben und das eben optimal miteinander nutzen können. Auch ist dann geplant, im nächsten Ausbauschritt bei der neuen Feuerwehr große Luftwärmepumpen auf dem Dach zu installieren, dass wir auch diese Option mit einbinden. Und langfristig für uns hier der wichtigste Wärmeerzeuger ist eigentlich die Solarthermieanlage, weil wir haben hier in der Gegend einfach sehr wenige Potenziale, was wir nutzen können. Und die wollen wir zusammen mit einem großen saisonalen Erdwärmespeicher machen. Da kann man sich aber vorstellen, das baut man nicht im ersten Schritt. Zeige ich gleich, wie das aussieht. Was ganz wichtig ist uns, was wir auch immer wieder transportieren, auch wenn wir jetzt hier erneuerbare Wärme in den ganzen Ort reinbekommen, die Leute müssen weiterhin sanieren. Genau, das hatte ich schon angekündigt, Solarthermie, eines der wichtigsten Wärmepotenziale hier bei uns in der Gegend. Wir wollen einen Deckungsbeitrag am Ende von Richtung 50% haben. Das heißt, wir werden eine große Solarthermieanlage hier aufbauen. Die wird so 3-4 Hektar Fläche brauchen. Und daneben kommt ein großer Erdwärmebeckenspeicher. Das ist an und für sich ein Loch, was ausgehoben wird, so 10 Meter tief, vielleicht 100 Meter breit, wird mit einer Art Teichfolie ausgelegt. Dann wird Wasser reingefüllt, ein schwimmender Deckel oben drauf, der wärmeisoliert ist. Und dann kann man diesen Speicher im Sommer mit der Solarthermie aufheizen und im Winter die Wärme rausziehen. Und das Spannende ist jetzt das, wann ziehen wir diese Wärme raus? Also erstmal, wir haben überhaupt schon mal Wärme. Das ist ja schon sehr, sehr gut und sehr erfreulich. Aber wir können das jetzt noch besser zuspitzen. Wir können, das Trivialste ist, wir verschieben die Wärme von sonnenreichen Tagen zu sonnenarmen. Das Zweite hatte ich jetzt gerade schon gesagt, wir verschieben die Wärme vom Sommer in den Winter. Und was wir jetzt auch noch machen mit diesem saisonalen Speicher ist, wir sagen, wir haben ja ganz viele Wärmepumpen, die Erdwärmesonden, die Luftwärmepumpen und so weiter. Wir lassen die nur noch laufen, wenn wir große Stromüberschüsse im Stromnetz haben. Und immer dann, wenn wir wenig Strom haben und der Strom teuer ist, schalten wir die Wärmepumpen aus und ziehen dann die Wärme aus dem saisonalen Wärmespeicher raus. Und wenn der Strom so richtig, richtig teuer ist, dann werden wir auch in den 30er Jahren das BHKW laufen lassen. Aber weniger, weil wir die Wärme davon brauchen, sondern weil es einfach wirklich sehr attraktiv sein wird und wir die BHKWs für einige wenige Stunden im Jahr, vielleicht so 1000 Stunden im Jahr, je nachdem, wie die Entwicklung mit einem erneuerbaren Ausbau ist, vielleicht auch weniger, das auch wirklich notwendig ist, dass wir da eine Erzeugung haben. Das heißt, diese Backup-Option, zum Beispiel für die dunkle Flaute, das können wir in diesem Wärmenetz auch optimal erbringen und dann aber auch den Brennstoff, den Wasserstoff, den man da verbrennen wird, optimal ausnutzen. Das heißt, ein BHKW, was dann in der Mitte der 30er Jahre durchläuft, das ist absolut nicht das, was wir haben wollen. Auch nicht die heutigen 3.500 Stunden pro Jahr, sondern da, wenn, dann werden das nur noch sehr wenige Stunden sein und dann muss das eben in einem Zusammenspiel mit verschiedenen Erzeugern gehen. Und da sehen wir halt hier eine gute Option, weil wir auf der einen Seite die Wärmepumpen haben, auf der anderen Seite das BHKW, die jeweils die Extremen beim Strompreis abbilden. Wärmepumpen bei sehr niedrigen Strompreisen, BHKWs bei sehr hohen Strompreisen. Und immer dann, wenn der Strompreis so mittel ist, so ja, wir haben genügend Erneuerbare, um irgendwie das Stromnetz zu versorgen, aber wir haben jetzt auch keinen großen Überschuss oder keinen Mangel. Ja, dann nehmen wir die Wärme aus dem saisonalen Wärmespeicher. Und aus diesem Dreiklang, da haben wir eine wahnsinnige Systemdienlichkeit und den kann ich zum Beispiel als Privatperson, wenn ich mir einfach eine Luftwärmepumpe hinbaue, niemals erreichen. Und das ist nicht nur systemdienlich, was wir dann hier machen, sondern es führt auch zu einer großen Wirtschaftlichkeit. Und daher sind wir hier auch sehr überzeugt davon, dass wir dieses Wärmenetz sehr wirtschaftlich betreiben werden können in Zukunft. Wichtig ist dabei, dass man das schon von Anfang an mitdenkt. Wohin geht diese Reise? Das heißt, wir bauen jetzt schon die Leitung so, dass wir aus den entsprechenden Richtungen überhaupt die Energie in das Wärmenetz reinbekommen, weil wir Flächen außerhalb des Ortes brauchen. Und auch in Diskussion mit dem Gemeinderat ist ganz klar, wir haben uns da die verschiedenen Potenziale durchdiskutiert und eben geschaut, okay, ist es möglich, dass wir hier 3-4 Hektar Fläche für Solarthermie bekommen? Dann ist man natürlich erstmal skeptisch. Hier gerade Landkreis Ludwigsburg, sehr wenig Freiflächen gibt es hier noch. Aber als man dann gesehen hat, okay, was sind die Alternativen? Eigentlich war die Alternative zu sagen, jedes Haus versorgt sich selbst mit einer Luftwärmepumpe. Und das wollte man auch nicht. Und aus dieser Diskussion heraus war dann recht schnell eindeutig, ja okay, wir nehmen diese Flächen. Politisch haben wir da kompletten Rückhalt und Rückenwind. Die wurden jetzt noch nicht bei den Landwirten gekauft, aber wenn man schon mal diesen politischen Rückhalt hat, dass da ja
die alle politischen Parteien hinten dran stehen, da glauben wir, dass das auch eine sehr gute Voraussetzung ist, um auch da auch in die Diskussion zu gehen. Und wir sehen es jetzt auch schon mit den ersten Landwirten, so Biogasbauer, der auch ganz klar sagt, mit Mais können wir doch nicht den ganzen Ort versorgen mit Wärme, sondern wir brauchen ja was Effizienteres. Das heißt auch, zumindest die jüngeren Bauern, die sind auf jeden Fall schon voll dabei. Und mit den anderen werden wir in den nächsten Jahren dann in die Diskussion gehen können, damit wir dann auch bis 2030 das umgesetzt bekommen. Das heißt auch da, wir setzen heute schon um oder fangen an, das umzusetzen, was 2030 notwendig ist. Aber es gibt eben viele kleine Schritte, die wir schon vorne dran machen können. Diesen Wärmenetzausbau bis 2025, 2026. Und dann kommt so langsam das saisonale Wärmespeicher. So, jetzt wollte ich noch ganz kurz auf ein zweites Beispiel eingehen. Ich mute mich auch etwas. Genau, und zwar Solnit-Steinheim. Das Besondere an Solnit-Steinheim ist das Temperaturniveau. Erstmal hier vorne dran. Wir haben hier einen ähnlichen Erzeugungsmix. Wir haben ein bisschen Holzhackschnitzel, weil es das dort schon gibt, so eine Anlage. Wir haben eine Luftwärmepumpe eingeplant. Wir haben einen BHKW, Gasspitzenlastkessel und Solarthermie und einen großen Speicher. Und so kann dann eine jahreszeitliche Erzeugung aussehen. Im Sommer, Juni bis August, haben wir ausschließlich solare Deckung. Das ist das Gelbe. Die Luftwärmepumpe unterstützt hier gut. Mit dem Holzhackschnitzelkessel haben wir einen zweiten Temperaturhub. Und das ist aktuell das BHKW in Lila bzw. in Rot. Das wird man sehen, je nachdem schmeißt man das BHKW auch raus und macht die Luftwärmepumpe größer. Diese Option war von Anfang an angedacht, ist aber einfach jetzt gerade der aktuelle offizielle Planungsstand, der beim Fördergeber so eingereicht ist. Das Besondere an diesem Wärmenetz in Steinheim ist, dass wir niedrigere Temperaturen haben. Wir haben hier unten die Außentemperatur aufgetragen von minus 11 Grad, das ist so das Kälteste, was es in Steinheim gibt, bis plus 20 Grad. Und ich habe hier oben mal die Netztemperatur von einem normalen Wärmenetz eingezeichnet. Ein normales Wärmenetz hat so um die 70 Grad und geht dann im Winter bis hoch auf 90 Grad. Und was wir jetzt hier machen wollen, ist, dass wir perspektivisch nur noch 50 Grad im Sommer haben und im Winter dann hochgehen auf 58 Grad im Wärmenetz, das heißt für die Privatpersonen 55 Grad. Wir haben im Gebiet normale Gebäude aus den 70er und 80er Jahren, das ist eine gewisse Herausforderung. Aber trotzdem wollen wir diese niedrigen Temperaturen. Warum machen wir das? Warum tun wir uns diesen Stress an und sagen, hier, wir gehen jetzt hier mal 20, 30 Kelvin runter? Aus einem recht einfachen Grund. Weil die verschiedenen Wärmeerzeuger wesentlich effizienter werden. Die Solarthermieanlage zum Beispiel produziert 20% mehr Energie, dieselbe Fläche, dieselbe Anlage, einfach 20% mehr Energie, wenn wir ein niedriges Temperaturniveau haben. Bei den Holzhackschnitzeln können wir eine wesentlich bessere Abgaskondensation machen, da sparen wir 15% Energie ein, beziehungsweise 15% Brennstoff sparen wir da ein. Die Wärmepumpe braucht ein Drittel weniger Strom und unser Wärmenetz hat 30% weniger Wärmeflüsse. Das heißt, wir haben ganz viele Vorteile, die wir durch die niedrigeren Temperaturen haben, aber wir haben eben auch Anforderungen an die Gebäude. Nämlich zum einen brauche ich weiterhin eine ausreichende Temperatur zur Gebäudeheizung und ich brauche weiterhin eine sichere Trinkwarmwasserversorgung. Wir brauchen eine gewisse Anpassung. Das ist auch der Grund, warum das Ganze gefördert wird als kommunales Klimaschutzmodellprojekt, weil wir hier Neuland begehen und sagen, wir verändern genau das in Bestandsgebäuden. Und was machen wir dann hier in Bestandsgebäuden? Naja, bei der Trinkwasserversorgung, das ist eigentlich relativ simpel. In Einfamilienhäusern bauen wir Frischwasserstationen ein. Das ist quasi ein Durchlauferhitzer, nur der erhitzt halt nicht mit Strom, sondern mit Wärme. Da haben wir keine legionellen Problematik mehr, auch wenn wir unter 60 Grad sind. Bei Mehrfamilienhäusern gibt es die Möglichkeit für Wohnungsstationen, vor allem dort, wo man bisher Gasetagenheizungen hatte. Oder man kann auch weiterhin 60 Grad warmes Trinkwarmwasser liefern über eine Wärmepumpenboosterlösung. Dann hat man natürlich einen gewissen Stromverbrauch, aber man hat auch keinen großen Temperaturhub mehr, da ist es weiterhin sehr effizient. Und für die Raumwärme, für die Heizung, die einfachste Option ist die Vergrößerung der Heizungsoberflächen, also Plattenheizkörper einbauen, gegebenenfalls mit drei Platten. Wir sehen aber auch in den Diskussionen mit den Gebäudeeigentümern, dass wir die auch dadurch motiviert bekommen, wenn man dann erstmal über die Wärmeverteilung im Gebäude spricht, auch eher mal über Wärmeeinsparung zu reden, über Effizienzmaßnahmen, wie wir das Gebäude sanieren können. Das heißt, wir müssen ja sowieso für jedes Gebäude eine Heizlastberechnung dann hier machen und dann sagen, hier, vielleicht diese zwei, drei Heizkörper müsste man austauschen, um auf das Temperaturniveau zu kommen. Und dann kann man eben auch sehr gut mal sagen, zahlen Sie ein paar tausend Euro für neue Heizkörper, Sie sparen keine Energie ein. Oder wollen Sie nicht lieber einfach die Fassade dämmen
kostet zwar ein bisschen mehr, aber dafür sparen sie auch nachher Energie und das amortisiert sich auch wirklich. Und genau diese Gespräche führen wir da in einem Sanierungsmanagement und versuchen so eben die Gebäudeeigentümerinnen auch davon zu überzeugen, dass sie dann nicht nur einfach die Heizungskörper austauschen, sondern im besten Fall direkt dämmen. Genau, das hier ist nochmal kurz die Karte vom Einzugsgebiet von diesem Projekt. Und da sind 400 Gebäude drin. Wir hoffen, dass wir im ersten Ausbauschritt 200 Gebäude von den 400 anschließen. Wir haben auch hier Erweiterungen angedacht, alles nördlich der Pott war. Das heißt, das Gesamtgebiet ist nochmal dreimal so groß. Das ist auch wichtig, immer das von Beginn an mitzudenken. Genau, jetzt wäre ich quasi schon durch. Hier noch eine letzte Folie von mir, wo ich kurz darauf hinweisen will. Inzwischen gibt es auch eine sehr, sehr gute Förderung für Wärmenetze. Das ist die BEW, die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze. Da bekommen Sie sowohl in der Machbarkeitsstudie und Transformationsplan die HOI 2 bis 4 gezahlt, mit einer Förderung von 50%. Das heißt überhaupt diese erste Planungsschritte. Sie bekommen danach alles im Wärmenetz, die ganzen erneuerbaren Wärmeerzeuger, aber auch das Wärmenetz selbst, bis hin zu Steuerungs- und Regelungstechnik mit 40% gefördert. Und das wirklich Besondere ist daran, dass die Betriebskostenförderung, dass eine Betriebskostenförderung für Solarthermie und Wärmepumpen gibt, wo eine Vergütung pro erzeugter Wärmeeinheit stattfindet. Und leider fällt mir hier gerade auf, die letzte Zeile habe ich hier nicht aktualisiert, nämlich genau. Die BEW, nachdem man sehr, sehr, sehr lange darauf gewartet hat, ist jetzt seit Mitte September endlich freigegeben, so dass man da jetzt auch wirklich diese Anträge stellen kann. Man fängt da üblicherweise mit einer Machbarkeitsstudie oder Transformationsplan an. Soweit im ersten Teil, jetzt zu den technischen Dingen. Und zu den Betreibern und Akteuren kommen wir dann gleich. So, jetzt gerne Fragen. Ja, ganz herzlichen Dank. Ja, wir können gleich in die Fragen einsteigen. Ich hoffe, ich bin zu sehen. Ja, jetzt bin ich zu sehen. genau, ich würde gerne anfangen mit Fragen, die auch unterstützt worden sind und verschiedentlich gestellt wurden. Und das ist einmal die Frage nach dem Anschluss- und Benutzungszwang. Das ist ja, hat ja zusammen einen Zusammenhang mit der Frage nach der Wirtschaftlichkeit. Also der bei Wärmenetzen ist ja der Anfang immer schwierig. Da braucht man eine gewisse kritische Masse. Und wie bekommt man die? Jetzt zum Beispiel, wenn man sich TAM anguckt, was war da das Kriterium für die Wirtschaftlichkeit und wie ist es da gelungen, die Leute zum Mitmachen zu bewegen? Also gab es da einen Anschluss- und Benutzungszwang? Genau, da gibt es keinen Anschluss- und Benutzungszwang. In Baden-Württemberg gibt es meines Wissens nach nur in Schwäbisch Hall einen Anschluss- und Benutzungszwang und die haben da auch sehr gute Erfahrungen mit und eigentlich auch gibt es kaum Gegenwind, das finden da alle sehr, sehr gut und auch auf Ebene der Landesregierung wird das neu diskutiert, dass man das neu machen soll und die wollen es nochmal erlauben, also obwohl man sieht, dass es schon erlaubt ist und dass es funktioniert, ist erlauben sie es nochmal, damit es auch wirklich jetzt mal mehr Leute machen. Das ist aber an und für sich eine politische Entscheidung und ich glaube, so ein Anschluss- und Benutzungszwang kann Dinge einfacher machen, je nach politischer Situation vielleicht auch komplizierter, muss man individuell entscheiden. Wir sind prinzipiell davon überzeugt, dass sich die meisten anschließen werden, weil das Wärmenetz einfach die beste Option für sie ist. Alternativ ist ja nur eine Wärmepumpe eigentlich, wenn man mal ehrlich ist. Und damit überzeugen wir die, und das ist natürlich ein gewisser Aufwand, wenn man sie dann überzeugen muss. Zur Wirtschaftlichkeit zu Beginn, da habe ich noch keine 90%ige Anschlussquote, ganz sicher nicht. Das ist, glaube ich, zum einen das Konzept, dass man das vertritt und eben zeigt, das ist wirklich eine gute Lösung für euch, nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig. Und wir haben jetzt eben hier die sogenannten Ankerkunden, ne? Also Kunden mit einer großen Wärmeabmenge, die gleich zu Beginn dabei sind, was zum Beispiel die ganzen kommunalen Gebäude sind. Und in dem Fall war es einfach nur schon die kommunalen Gebäude für sich plus eine sehr hohe Landesförderung. Da waren wir eigentlich schon in der Wirtschaftlichkeit für den ersten Ausbauschritt, ohne irgendeinen Kunden dran zu haben. Und für alle weiteren Ausbauschritte ist natürlich wirklich so, das Ganze wurde unter Vorbehalt kommuniziert. Das heißt, man sagt, wir können nur Straßen erschließen, wo es auch wirtschaftlich ist. Aber bisher haben wir eigentlich immer sehr gute Rückmeldungen. Vielleicht, um da nochmal nachzuhaken, was ist denn das Kriterium für Wirtschaftlichkeit? Also wie viel Wärme muss da abgesetzt werden pro Trassenmeter und wie viel kostet das denn am Ende die Kunden? Genau, also das kann man nicht pauschal beantworten. In TAM jetzt zum Beispiel. Genau, okay. In TAM
Jetzt der Wärmeliniendichte könnte ich jetzt hier spontan gar nicht sagen. Also wir liegen bei Kosten ungefähr bei 1.000 Euro pro Meter inzwischen. Das ist aber auch ein Wert, der sehr regional sehr unterschiedlich ist. Also umso dichter die Stadt ist, umso kompliziertere Verkehrslage und so weiter, umso teurer. Wenn man in den ländlichen Raum rausgeht, kriegt man vielleicht auch immer noch irgendwie die 400-500 Euro pro Meter. Das heißt, das muss man sich sehr genau anschauen, wie hoch die Kosten sind. Und eine Wirtschaftlichkeit hängt danach von sehr vielen Faktoren ab, zum Beispiel auch von der Wärmequelle. Wenn ich die Biogasanlage habe, die direkt neben Ort ist, die mir gerade kostenlos Wärme liefert, kann ich wesentlich höhere Wärmenetzkosten in Kauf nehmen wie die anderen. Und ein Faktor, der, glaube ich, ganz häufig unterschätzt wird bei der Wirtschaftlichkeit, ist die Eigenkapitalrendite. Ich habe sehr hohe Investitionskosten, in Zukunft noch höhere, wenn ich an sowas wie Erdwärmesonden oder Solarthermieanlagen, saisonales Speicher denke, da habe ich gleich zu Beginn Großteil der Kosten. Wenn ich dann eine hohe Eigenkapitalrendite habe, dann brauche ich eine sehr hohe Gewinne jedes Jahr. Und in Tamm haben wir das Glück, dass der Gemeinderat gesagt hat, hier, okay, wir wollen einfach nur eine preisstabile, emissionsarme und klimaneutrale Wärmeversorgung sicherstellen. Gewinnerwartungen sind im Hintergrund. Das heißt, wir peilen dort eine schwarze Null an und da dort keine besonderen Gewinne angestrebt werden, haben wir an der Stelle kein großes Problem durch die hohen Investitionskosten. Und wie sind die Wärmepreise für die Kunden? Die Wärmepreise liegen aktuell, glaube ich, bei ungefähr 10 Cent pro Kilowattstunde. Das wird sich jetzt, genau, Arbeitspreis. Und dann kommt nochmal ein Grund- und ein Servicepreis obendrauf. Das heißt, leistungsabhängig. Das wird sich im nächsten Jahr natürlich nochmal ein bisschen verändern. Da beim nächsten Jahr der Anschluss an die Biogasanlage kommt, geht auch der Preis von der Seite so ein bisschen runter. Das heißt, unser Ziel ist, dass wir ihn konstant lassen. Das wird man jetzt in den nächsten ein, zwei Monaten sehen, ob wir das auch hinkriegen, dass der Preis konstant bleibt. Ja, vielen Dank. Es waren hier ein paar Informationsfragen zu Details dieses Netzes. Zum einen, warum Grundwasser nicht genutzt werden kann in diesem Ort. Also es wurde, hast du gesagt, dass Grundwasser ging nicht. Ich sammle jetzt gerade kurz mal die Fragen. Dann das Temperaturniveau des Netzes. Das war, glaube ich, in Solheim, Solnet genannt, genau, im Tamm. Jetzt noch nicht. Und dann diese Frage nach den Wärmespeichern. Wir haben ihn gesehen, aber wo ist der genau? Wo hat man den Platz dafür? Genau. Genau, das mit Grundwasser und Geologie. Ich bin kein Geologe. Wenn mir der Geologe sagt, wir können das hier nicht machen, dann glaube ich ihm das. Und allgemein ist bei uns hier im Landkreis geht an sehr wenigen Orten überhaupt nur Erdwärmesonden. Die Karten, die ich kenne, ist einfach, dass wir sehr geringe Bohrtiefen haben. Also an den Orten, wo wir jetzt Erdwärmesonden platzieren, wir dürfen 80 Meter tief bohren, aber auf keinen Fall tiefer. Und wir haben viele Orte, wo wir auch nur 2-3 Meter tief bohren dürfen. Das heißt, das geht einfach da nicht. Fragen Sie jemanden, der Erdwärmesonden macht. genau, das Temperaturniveau in Tamm, anders wie in Steinheim, haben wir gesagt, wir haben dort recht viele zentrale Trinkwarmwasserversorgung. Und das umzubauen auf Frischwasserstationen, also zentrale Trinkwarmwasserversorgung mit mehr wie 2 Wohneinheiten, und das dann umzubauen, ist recht anspruchsvoll auf Wohnungsstationen. Und wegen 3-4 Wohneinheiten immer noch mal eine Boosterwärmepumpe einbauen, haben wir gesagt, lohnt sich auch nicht. Außerdem kam noch die Projektgeschwindigkeit dazu, sodass wir dort ein Temperaturniveau gewählt haben, wo wir unabhängig oder wo wir auch die zentrale Trinkwarmwasserversorgung sicherstellen konnten. Das heißt, wir haben dort eine Vorlauftemperatur von 65 Grad. Das ist sozusagen aus meiner Sicht die Alternative zu dem Projekt in Steinheim. Entweder so niedrig, dass ich gerade so die Frischwasserstation gut betreiben kann oder so, dass ich eben das, die zentrale Trinkwarmwasserversorgung machen kann. Das sind sozusagen die Fixpunkte. Und danach, für wenn es kälter wird, schaue ich eher so, dass ich das Wärmenetz nicht wahnsinnig groß auslegen muss, weil wenn dass die Spreizung im Netz ausreichend ist und die Leitungen nicht zu groß werden. Und die letzte Frage war, glaube ich, noch der große Wärmespeicher, der saisonale Wärmespeicher. Ja, offiziell ist das noch nicht bekannt, aber momentan, er wird am Ortsrand gedacht, da gibt es vom Regionalplan her eine Stelle, wo es sich eignet, mit Solarthermieanlagen sowohl und auch in der Nähe der saisonale Wärmespeicher gemacht werden kann. Und das ist noch in der politischen Diskussion. Das will man natürlich auch erstmal vorbereiten mit den Landwirten. Aber das ist sozusagen nicht direkt im Ort, sondern hat dann auch wieder 200-300 Meter Abstand. Bisschen politische Verhandlungen noch hinten dran. Das kann ich mir vorstellen, dass man das eine Weile geheim halten muss.
Es gab einige Fragen zum Thema kalte Nahwärme, also zur Frage, was bringt denn ein kaltes Nahwärmenetz? Ist das nicht eine Alternative? Und es gab auch eben die Frage, wie funktioniert das dann im Gegensatz zu einer zentralen, zu einem wärmeren Netz, also in der Kombination mit Wärmepumpen, mit dezentralen Wärmepumpen und ob das nicht eigentlich vorteilhaft ist, die kalte Nahwärme? Genau, also erstmal, wie funktioniert die? Jetzt in dem Fall ist ja eigentlich das Ziel immer bei einem warmen Wärmenetz, dass ich die Wärme so reinbringe, dass die Häuser die Wärme direkt nehmen können und damit das Gebäude aufheizt. Ich habe jetzt beim zweiten Projekt in Steinheim schon angedeutet, wir können da auch nochmal eine Wärmepumpe einbauen. Und im Projekt in Steinheim wird eben immer dann eine Wärmepumpe verwendet für hohe Trinkwarmwassertemperaturen in Mehrfamiliengebäuden. So, bei einem kalten Wärmenetz sage ich prinzipiell, nee, ich will einfach nur überhaupt mit diesem Wärmenetz Energie reinbringen. Und diese Energie ist noch gar nicht in der Form, dass ich damit heizen kann. Das heißt, ich habe in jedem Gebäude eine individuelle Wärmepumpe drin, die dann das Temperaturniveau einmal für den Heizkreis anhebt, um da zu heizen. Das heißt, in dem Haus mit der Fußbodenheizung hebe ich es nur auf 35 Grad an, in dem Gebäude mit Heizkörpern vielleicht auf 50 Grad, ganz individuell, und habe dadurch einen Effizienzvorteil, dass ich abhängig vom Gebäude das machen kann. Und natürlich auch die Trinkwarmwasserversorgung kann ich dann auch so, wie es individuell ist, das heißt mit der Frischwasserstation 50 Grad oder eben zentrale Versorgung auf 60 Grad anheben. Das heißt erstmal, ich beschreibe das daher gern als geteilte Umweltwärmequelle. Ich bringe Wärme rein, aber eben nicht auf dem Temperaturniveau zum Heizen. Was es bringt, ist eben genau das. Ich kann von außerhalb wieder Wärme reinbekommen. Ich habe nicht zum Beispiel den Konflikt mit Luftwärmepumpen oder es muss nicht jeder selber sich die Erdwärmesonde bohren, sondern ich kann das alles zentral machen. Wenn ich da zum Beispiel einen großen Fluss habe, in Ludwigsburg selbst sitzen wir am Neckar, da könnte ich zum Beispiel wunderschön Energie rausnehmen und dann verteile ich mit dem kalten Wärmenetz diese Energie. Das ist total gut. Was aber den Vorteil, den ich aber verliere mit dem kalten Wärmenetz, ist die Systemdienlichkeit. Da jeder individuell eine Wärmepumpe hat und sich nicht jeder einen saisonalen Wärmespeicher in den Keller stellen kann, wird, wenn es draußen kalt ist, bei minus 12 Grad, werden auch alle Wärmepumpen gleichzeitig laufen. Ja, der Netzbetreiber kann die 2 bis 6 Stunden pro Tag ausschalten. Das ist aber nicht so viel. Selbst 24 Stunden ist, wenn es draußen richtig knackig kalt ist, über eine Woche und wir wenig Windstrom haben, reicht das nicht. Und das heißt, die Systemdienlichkeit, das, was ich dargestellt habe, diesen Preisvorteil, dass ich genau dann die Wärmepumpe laufen lasse, wenn wir Strom im Überschuss haben, und das BHKW dann, wenn wir da einen Mangel haben, das kann ich eigentlich im kalten Wärmenetz nicht sinnvoll machen. Wenn, dann würde ich da Exergie vernichten, ist nicht sinnvoll. Und diesen Systemvorteil verliere ich. Muss ich dann immer im Einzelfall nachschauen, lohnt sich trotzdem? Ist das trotzdem hier die beste Option? Hängt sich ja davon ab, von der örtlichen Lage. Großer Vorteil bei kalten Wärmenetzen ist eben auch, dass sie nicht gedämmt sind im Gegensatz zu normalen Wärmenetzen. Und sie können sehr gut mit Neubaugebieten mitwachsen. Vielleicht wäre noch eine kurze Ergänzung zum Thema Exergie gut. Also was bedeutet das genau? Da geht Exergie verloren. Ja, Exergie, das ist eine komplizierte Sache. Man hat die Perspektive normalerweise, wir nehmen normalerweise nur Energie wahr, wenn es auf einem hohen Temperaturlevel ist. Dann ist klar, ja, damit kann ich ein Kraftwerk betreiben, wenn es auf 600 Grad ist. Aber auch kalte Luft hat im Zweifelsfall gleich viel Energie. Nur das Spannende ist, da ist thermodynamisch, ist da eben noch was drin. Und sozusagen die Ungleichverteilung. Das heißt, wenn ich das punktuell habe, viel Wärme auf einem Punkt, erst dann kann ich damit wirklich was Gutes machen. Und das nutzt eben genau kalte Wärmenetze aus, dass sie auf einem sehr niedrigen Exergielevel ist, dass ich hier Umweltwärme nutzen kann. Und ja, ist nicht ganz so pauschal. Also Thermodynamik einzuhören, dann versteht man das besser. Tut mir leid. Ja, wir haben hier einige Fragen zum Thema alte Wärmenetze. Was macht man mit denen? Wie kann man die umbauen? Und gibt es da Kommunen, mit denen ihr vielleicht auch zusammenarbeitet von der Energieagentur Ludwigsburg, die in der Situation sind, dass sie Erdgasnetze eigentlich stilllegen müssen? Und mit welchen Problemen hängt das zusammen? Genau, also alte Wärmenetze haben halt immer die Herausforderung, also es hängt von der einzelnen Stadt ab erstmal. Ganz pauschale Aussagen, geht nicht. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel nach Mannheim oder Karlsruhe schaut, dort haben wir halt Wärmenetze auf 130, 140 Grad Temperatur,
Vorlauftemperatur, das ist sehr, sehr hoch. Das werde ich nicht effizient mit einer Wärmepumpe oder einer Solarthermieanlage machen können. Dort im Speziellen habe ich die Chance, Tiefengeothermiebohrungen zu machen und darüber einen Großteil der Wärme zu decken. Wenn man nach Hamburg schaut, dann redet man dort von, ich glaube, Aurubis, verschiedene Industrieunternehmen, wo man gut Abwärme nutzen kann. Und so sieht man, jede Stadt hat so ein bisschen ihre eigene Lösung. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man wirklich schaut, welche Potenziale habe ich vor Ort und darauf einen Transformationsplan. Genau das ist eben im BEW, diese Bundesförderung für effiziente Wärmenetze, die ich am Ende vorgestellt habe, genau die Idee, dass ich sage, ich schaue es mir hier konkret an, was für ein Wärmenetz habe ich, was kann ich daraus machen, welche Potenziale kann ich einbinden, wie viele Anwohner schließe ich noch an, wie groß soll noch das Wärmenetz wachsen, all das einmal überlegen und durchgehen. Kommunale Wärmeplanung ist dazu für sozusagen das Instrument, was schaut, wie groß wird das Wärmenetz, und die BEW schaut ganz genau technisch wirklich bis hin rein in die Fachplanung, wie setze ich das um. Daran anschließend muss man nicht bei der Gebäudeversorgung auch an Kälte denken, also möglicherweise Gebäudekühlung, geht das auch mit diesen Netzen? Also mit kalten Wärmenetzen kann man das machen, wobei wir als Energieagentur prinzipiell sagen, für Wohngebäude sehen wir keinen Kühlbedarf. Wenn ich eine gute Dämmung habe, habe ich auch erstmal einen guten Wärmeschutz und ansonsten eben sommerlicher Wärmeschutz, das heißt Verschattungselemente einbauen, das Gebäude im besten Fall schon so bauen oder nachrüsten, dass die wenig Wärme reingeht. Das heißt, in Privatgebäuden, Wohngebäuden, nein, keine aktive Kühlung. In Nicht-Wohngebäuden sehen wir das immer häufiger. Da werden wir auch in Zukunft mit Klimaerwärmung definitiv in immer mehr Gebäuden Kühlung brauchen. Da haben wir das Glück, dass Klimaanlagen eine sehr hohe Gleichzeitigkeit haben mit Sonnenschein. Das heißt, ich kann da eigentlich einen sehr hohen solaren Deckungsbeitrag haben, wenn ich da eine PV-Anlage dazu aufs Dach mache. Und ich würde sagen, zumindest bei uns jetzt im Landkreis mit Ludwigsburg, einer Stadt mit 100.000 Einwohnern, haben wir nirgends einen ausreichend dichten Ballungsraum, dass sich wirklich ein kaltes Wärmenetz lohnen würde. Also sehen wir jetzt in Deutschland in 2, 3 Großstädten, also die in die Millionen gehen. Aber ansonsten ist das, glaube ich, wirklich für mich persönlich etwas, was überschätzt ist, weil die anderen Lösungen viel wichtiger sind, dass wir das passiv machen, ohne extra Energieaufwand, weil Energie ist eigentlich zu kostbar. Und jetzt auch noch nicht nur Energie im Winter rausschmeißen zum Heizen und dann auch nochmal Energie im Sommer rausschmeißen zum Kühlen, da tue ich lieber einmal das Haus dämmen und spare mir beide mal die Energie ein. Ich möchte Sie nochmal ermutigen, auch ruhig selber Ihre Fragen zu stellen, indem Sie sich zu Wort melden. Das können wir auch gerne so machen, dass wir Zuschauer, da kommt schon jemand. Da muss ich mal, Klaus Lüdemann. Darf ich? Ja. Ja, ich wollte nochmal auf die Netzkosten, das hatten wir ja hier im Chat gerade schon, auf dem Dorf kann ich das vielleicht wirklich für 500.000 Euro pro Kilometer schaffen, aber ich habe ziemlich zuverlässig Daten aus Wuppertal, dass es 5 Millionen kostet, einen Kilometer Fernwärmeleitung zu bauen, und ist das in der Großstadt eben auch viel schwieriger. Man muss das in der Regel durch Straßen führen, über Bahnlinien weg oder sogar über Flüsse weg, und immer anders, aber sehr schwierig. Und das muss man natürlich berücksichtigen. Also die Wuppertaler Stadtwerke betreiben ja ein Fernwärmenetz, aber die haben im Moment keine große Lust, das noch auszubauen. Im Gegenteil, sie möchten es eher rückbauen, wobei das überwiegend mit Wärme aus der Müllverbrennungsanlage betrieben wird. Also diese Aspekte muss man sicher auch einbeziehen und eben gerade den Unterschied zwischen Kleinstadt und Großstadt berücksichtigen. Ja, vielen Dank. Absolut richtig und wichtig, dass man das betrachten muss. Tatsächlich sehen wir bisher eigentlich tendenziell, ich würde fast sagen, zwei Extreme. Wir sehen zum einen in den Großstädten so eher so ab 100.000 und aufwärts viele Wärmenetze, die klassischen Fernwärmenetze. Also in allen Städten, wo es früher Kohlekraftwerke gibt, gibt es eigentlich ein Wärmenetz. Und wir sehen in einige Bioenergiedörfer kleine Orte mit 5.000 oder 10.000 Euro. In diesen Mittelstädten haben wir bisher kaum oder wenige Wärmenetze. Und da sehen wir eher gerade so einen wichtigen Aufbau. Und per se diese Entscheidung, die Sie angesprochen haben, dass das richtig teuer ist und dass ich diese Kosten berücksichtigen muss, ja. Vorteil ist auf der einen Seite in Wuppertal, wenn wir jetzt sagen, ah ja, okay, es kostet der Meter 5-mal so viel. Die Frage ist, ist dort nicht auch die Wärmeabnahme 5-mal so hoch pro Meter? Weil eben nicht mehr nur
Weil plötzlich zum Beispiel eine Zeilenbebauung ist, eine geschlossene Bebauung, die dann auch noch 4 Stockwerke hoch ist. Hier in Tamm rede ich wirklich, haben wir auch immer noch sehr viele Ein- und Zweifamilienhäuser, die Abstand haben, also nicht nur Reihenhäuser, sondern wirklich einzelne Häuser. Und das schlägt ja ganz stark massiv rein. Wenn ich fünfmal so hohen Wärmeabsatz habe, 5-mal so Investitionskosten, ist die Wärme danach gleich teuer. Und als Gesellschaft muss ich halt die Entscheidung treffen, wie heizen wir in Zukunft? Wir neigen immer dazu, nach hinten zu schauen und sagen, naja, das mit dem Erdgas war ganz nett. Ist irgendwas anderes besser? Weil Erdgas kommt einfach in die Stadt rein, die Verbrennungsrechte, emissionsarm, eigentlich ganz entspannt. Naja, ich glaube, wichtig ist festzustellen, wir werden in Zukunft kein Erdgas mehr haben. Und auch Wasserstoff wird nicht im Gebäudebereich zur Verfügung stehen. Das sagen eigentlich alle Studien. Höchstens über den Umweg der Fernwärme. Dann eben nur zur Spitzenlastdeckung. Und da muss ich mich entscheiden, baue ich die ganze Innenstadt voll mit Luftwärmepumpen, muss da trotzdem das Stromnetz erneuern, weil wenn überall Wärmepumpen sind, wird das aktuelle Stromnetz nicht ausreichen. Oder sage ich eben, das sind mir dann doch zu hohe Emissionen, ich habe gar nicht den Platz und so weiter. Also ich kenne auch eine historische Altstadt, wo die Stadt dann schon Anfragen bekommen hat, ob die Leute ihre Wärmepumpen in den Straßenraum reinhängen dürfen, weil rechts und links von dem Haus beides mal Straße ist, ne? Und das ist ein altes Fachwerkhaus ist so. Was sollen sie machen? Und aus der Situation heraus glaube ich, dass Fernwärmenetze auch in vielen von diesen Städten sehr, sehr attraktiv sein werden. Also überlegen, was ist das Zielszenario dafür die kommunale Wärmeplanung? Und wenn ich das habe und da rauskommt, wir kriegen das wunderbar ohne Wärmenetz hin, ja, dann sehr gerne. Aber muss ich halt einmal wirklich prüfen und entscheiden, was ist da die Basis? Johannes Lüderscheid oder Luderscheid hat auch eine Frage. So, hallo. Kann mich hören? Ja. Johannes Luderschmidt, aber das kann man ruhig machen wie bei L'Oreal. Lüdenscheid geht auch immer. Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, meine Frage zu stellen. 2 Fragen, das kommt auch immer wieder auf. Ja, Rückbau Gasnetze. Das hat ja nicht nur einen baulichen Aspekt, sondern auch finanziell für die Stadtwerke. Also drohen hohe Verluste. Wir haben eben gehört, hohe Anfangsinvestitionen. Es wurde gesagt, Eigenkapitalrendite beachten. Natürlich müssen die Stadtwerke auch ihre Erträge wieder reinzuwirtschaften. Also gibt es dazu was? Und dann die 2. Frage, das kam ja eben auch schon mal bei dem Beispiel mit dem Fachwerkhaus. Wir haben in Wiesbaden viele Gebäude, die denkmalgeschützt sind, gerade auch Mehrfamilienhäuser, Gründerzeitbauten. Da wird man sicherlich nicht adäquat energetisch dämmen können, vielleicht durch die Fenster austauschen und so weiter und so fort. Also die beiden Sachen, ne? Also was macht man mit diesen denkmalgeschützten Gebäuden und was macht man mit den Gasnetzen und den Ausfällen bei den Stadtwerken? Dankeschön. Ja, sehr gerne. Ja, wunderbar, dass Sie das nochmal erwähnen. Vorher wurde mir das nämlich auch schon mal gerade vorgelesen, Gasnetze, und ich habe es einfach vergessen. Genau, Gasnetze, total wichtiges Thema. Also das Erste ist natürlich, wenn ich aus dem Status quo komme, Gasnetze sind eigentlich die Cash-Cows von Stadtwerken, die finanzieren sich hauptsächlich darüber kommt der Gewinn und wir wissen alle, die Stadtwerke erwirtschaften nicht den Gewinn aus Spaß und Tollerei, sondern sind ganz häufig notwendig, um die Kommunen zu finanzieren. Das sollte nicht so sein, aber ist so. Wir müssen damit arbeiten und leben. Das heißt, viele Schwimmbäder, Bibliotheken und so weiter gäbe es nicht mehr, hätten wir nicht gewinnbringende Stadtwerke in vielen Kommunen. So, was mein Ansatz ist, in Kommunen, wo es schon diese Stadtwerke gibt, die schon diese Gewinne erbringen, da muss ich einen Ersatz schaffen, der denselben Gewinn liefert. Die Frage, die sich aber für mich stellt, ist, muss ich für jeden Euro, den ich mehr investiere, auch nochmal mehr Gewinn haben? Also ich würde versuchen, politisch einen Weg darüber zu finden und sagen, hier, wir versuchen, einen konstanten Gewinn zu halten. Ich gebe Ihnen ein kurzes Beispiel. Ich hatte die Diskussion mit einem großen Energieversorger hier, warum baut ihr einfach gedämmte Leitungen ein? Hat doch total viel Wärmeverlust. Wir könnten auch dreifach gedämmte nehmen, wäre doch viel besser. Und dann sagen die mir, nee, lohnt sich nicht. Und ich so, hä, doch, hier über die Energieeinsparung lohnt sich das innerhalb von 10 Jahren. Wir haben das Wärmenetz 40, 60 Jahre da draußen. Und dann meinen die so, ja, aber Eigenkapitalrendite betrachten. Wir investieren hier mehr Geld in die Dämmung der Leitung, dann brauchen wir auch mehr Rendite. Und diese Frage würde ich stellen. Ist das wirklich der Weg, den wir in die Zukunft gehen? Oder sagen wir, ja, als Stadt bin ich bereit hier auch, also als Eigentümer hinten dran von den Stadtwerken bin ich bereit zu sagen, investiert, aber bitte auch im Zweifelsfall ohne Eigenkapitalrendite, wenn das für unsere Umwelt besser ist, wenn es überhaupt erst ermöglicht, dass wir das wirtschaftlich machen. Das heißt, da müssen wir einen anderen Weg finden. Dann zum Rückbau der Gasnetze. Was im Medial meistens, welche Zahl man da meistens hört, ist der Wiederbeschaffungswert. Wie teuer wäre es, die aktuell bestehenden Gasnetze neu zu bauen?
Das sind astronomisch hohe Summen, weil da schaue ich eben auf die aktuellen Kosten für den Tiefbau. Das andere ist, wie viel ist denn aktuell von dem Gasnetz noch nicht abgeschrieben? Das sind je nachdem viel, viel kleinere Summen, weil vielleicht schon ein Großteil der Gasnetze gar nicht vor 10 Jahren gebaut wurde, schon vor 30 bis 40 Jahren, dann sind sie fast schon komplett abgeschrieben. Und damals waren die Kosten natürlich auch andere, weil ja, wir haben ein langes Stück Inflation seitdem hinter uns. Das heißt, da wirklich schauen, was steht eigentlich noch in den Büchern drin. Ich war hier auch in einigen Städten überrascht, wie wenig das ist und dass das eigentlich keine Hürde mehr ist. Und zu dem Gewinn, ganz klar muss auch sein, das sind heute die Cash-Cows, diese Gasnetze, aber in Zukunft werden die mir keinen Gewinn mehr liefern. Niemand wird beim Gas bleiben bei diesen aktuellen Preisen und selbst wenn die Preise runtergehen, dann schießt halt der CO2-Preis nach oben Ende der 30er Jahre. Wenn ich als Stadtwerk meine Kunden halten will, dann muss ich ihnen eine Alternative bieten und genau das kann ich eben über Wärmenetze machen und wenn nicht, muss ich halt wirklich damit rechnen, dass ich all meine Kunden verlieren werde und stattdessen darf ich immer dort, wo gerade die Leute schwerpunktmäßig Wärmepumpen bauen, mein Stromnetz ausbauen, weil das kann ich nicht planen, das kann ich den Leuten auch nicht verbieten, Wärmepumpen einzubauen und wir können nicht von heute auf morgen das ganze Stromnetz austauschen. Das heißt, da muss ich sehr spontan und agil dann unterwegs sein. Da habe ich einen Vorteil mit Wärmenetzen. Wenn ich denen jetzt sage, hier dann und dann kommt ein Wärmenetz und auch jetzt mit den gesetzlichen Regelungen, die kommen 65% erneuerbar, ab 1.1.24 bei jedem Heizungstausch, egal ob Neubau oder Bestandsgebäude, da kommt eine Ausnahmeregelung ziemlich sicher rein, die dann sagt, wenn du dich in den nächsten x Jahren an ein Wärmenetz anschließt, dann darfst du heute nochmal eine fossile Heizung einbauen. Das heißt, die Leute müssen aber wissen, in den nächsten x Jahren kommt ein Wärmenetz, an das sie sich anschließen können. Und darüber habe ich eine Steuerungswirkung. Und genau dafür ist auch dieser Ausbauplan in TAM jetzt da und wichtig, um eben den Leuten zu sagen, hier, ihr könnt euch anschließen. Wenn ihr jetzt kurzfristig nochmal eine neue fossile Heizung baut, dann dürft ihr die auch in Zukunft einbauen. Kein Problem. Aber dann 2029 müsst ihr euch ans Wärmenetz anschließen. Das andere mit denkmalgeschützten Gebäuden, die schwer zu sanieren sind, absolut richtige Fragestellung. Und ich glaube, genau da ist die Frage, was will man machen? Genau das untersucht die kommunale Wärmeplanung. Ist es sinnvoll, dass in jedes Haus eine eigene Pelletheizung reinkommt? Auch den ganzen Massentransport da rein, gibt es überhaupt die Pellets? Wir sehen gerade, die schießen auch nach oben, die hängen auch am Weltmarkt. Eigentlich auch alles nicht ökologisch. Diskussion über Emissionen und so weiter. Ist es realistisch, dass jedes Gebäude es mit der Luftwärmepumpe macht? Habe ich da überhaupt den Platz? Oder ist dort halt die beste Option das Wärmenetz? Und dann muss ich schauen, wie niedrig kann ich mit dem Temperaturniveau gehen? Mache ich eine Aushandlung mit den Leuten und sage, okay, ihr heizt zwar teilweise aktuell mit 80 Grad Vorlauftemperatur, wir kommen im Wärmenetz, hat aber nur noch 65, bitte vergrößert die Heizkörperoberflächen, also baut Plattenheizkörper Typ 33 ein. Wir verlangen ja gar keine Fußbodenheizung, aber ein bisschen was müsst ihr auch machen, dass ihr euch jetzt Wärmenetz anschließen könnt. Na, und das ist ein Aushandlungsprozess. Den muss ich aus den Fachabteilungen rausziehen und ins Politische reinbringen, dass die Leute verstehen, warum ist das notwendig? Und dann habe ich, glaube ich, da auch eine sehr gute Chance, das zu verändern. Ja, ich habe hier noch als Wortmeldung Carina Hennecke. Allerdings, ich würde gerne noch mal kurz dahinterher schieben die Frage. Also das könnte man ja so als generellen Transformationspfad bezeichnen, dass man, also es galt ja sonst immer in der Diskussion, wir müssen erst mal sanieren und dann planen wir die Wärme, wie viel wir dann noch brauchen und bauen dann eben die Infrastruktur, die man dann noch braucht. Wenn man jetzt da mit den Niedertemperaturnetzen reingeht, dann hat man ja schon eine Infrastruktur, die für die Zukunft sozusagen ausgerichtet ist, wo die Eigentümer aber dann noch sozusagen was machen müssen an ihren Häusern. Funktioniert das? Also, dass man die tatsächlich dazu überzeugt, dann Sanierungsmaßnahmen zu machen? Und wird das denn auch zu den Sanierungserfolgen führen, die man dann am Ende braucht, um Klimaneutralität zu erreichen? Ja, funktioniert das? Ist die spannende Frage. Genau das probieren wir in Steinheim aus und dort mit 55 Grad und 35 Grad Rücklauf, ne? Also für eine Wärmepumpe wird es 50-40, sehen wir, wenn man es den Leuten einmal erklärt, Heizkörpertausch ist nie das Problem, haben wir noch keine energetische Sanierung. Aber erstmal, alle sind bereit, da mitzumachen. Also die Leute, die überhaupt bereit sind, was an dem Haus zu machen, bei den über 80-Jährigen ist es immer schwieriger, aber die Leute mit 70 Jahren, die ist eigentlich immer noch recht gut machbar. Und dass sie dann sanieren wirklich, ist nochmal ein zweiter Schritt.
da sind wir dran. Das werden wir im nächsten Jahr sehr viele Gespräche führen und schauen. Und per se ist es, glaube ich, schon ein Teil des Weges, den wir unbedingt gehen müssen. Und ich kann das unterschiedlich machen. Also auch in Steinheim sagen wir erstmal, bis 2030 bieten wir ein etwas höheres Temperaturlevel an. Aber dann 2030 müsst ihr wirklich dies niedriger erreichen, also bis 2030 ungefähr 60 Grad, 5 Grad höher. Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, dass ich den Leuten sage, wohin geht die Reise? Und ich kann jetzt auch von mir aus mit 80 Grad anfangen. Ich muss mir aber überlegen, welche Wärmeerzeuger habe ich in Zukunft, wenn ich ein klimaneutrales System habe? Wie temperaturabhängig sind die? Wenn es Wärmepumpen sind, sind die sehr temperaturabhängig. Und ich muss dann entsprechende Anpassungen, was den Temperaturbedarf angeht. Und zum Beispiel, was wir als kritischen Punkt halt herauskristallisiert haben, war die Trinkwarmwasserversorgung. Die baue ich richtig einmal an, wenn ich das Gebäude ans Wärmenetz anschließe. Das heißt, ich baue die direkt so ein, dass sie dann später auch mit meinen zukünftigen Wärmenetztemperaturen klarkommen. Und Gebäudeeigentümern wirklich ganz explizit sagen, dies und jenes wird passieren. Das und das sind ihre Optionen, um dahin zu kommen. Und das ist eine direkte Zusammenarbeit mit den Energieberatenden. Deshalb haben wir da ein Sanierungsmanagement draußen, was alle Leute da berät. Und ich glaube, dann ist das ein sehr, sehr guter Weg. War da noch eine Halbfrage offen? Nee, ich habe noch neue Fragen, okay, die hier nach vorne drängen, sozusagen mit der Bitte, dass wir die bearbeiten. Und zwar ist das einmal die Frage, ich weiß, wir laufen jetzt gerade so ein bisschen zeitlich aus dem Ruder und müssen irgendwie sehen, dass wir das noch wieder einspielen. Aber das passt eigentlich, schließt ganz gut daran an. Die Gasversorger argumentieren mit Wasserstoff in den Netzen oder eben die Dekarbonisierungsstrategie, grüne Gase oder was auch immer dann zu verwenden. Wie ist das einzuschätzen? Ja, also prinzipiell ja, wir werden die Erdgasnetze definitiv alle auf Wasserstoff umstellen. Die Frage ist, was werden wir damit versorgen in Zukunft? Und wir sehen jetzt gerade an den Erdgaspreisen, was passiert, wenn wir zu wenig des Energieträgers haben, der am Markt gefragt wird. Wir haben momentan zu wenig Erdgasnetz hier, oder wir haben zumindest die Angst, dass wir zu wenig Erdgas haben in Deutschland für diesen Winter. Die Privaten haben gar keine Möglichkeit wegzuwechseln. Die sind komplett ausgeliefert, die kaufen ja auch nicht das Gas an der Börse ein. Und die Industrie, naja, die kann zum Großteil auch nicht so schnell wechseln. Die Folge ist, die Preise schießen durch die Decke. Und unabhängig von egal welchen Gestehungskosten wir reden, ich habe bisher keine nennenswerte Zahl gehört, dass wir unseren Erdgasverbrauch, den wir in Deutschland haben, nur halbwegs sinnvoll durch Wasserstoff ersetzen könnten. Dazu kommt ja noch, dass wir viele Prozesse, die heute noch mit Kohle und Öl laufen, wie zum Beispiel Stahlherstellung oder Kunststoffindustrie, in Zukunft auch noch mit Wasserstoff machen. Das heißt, wir müssen nicht nur den heutigen Erdgasbedarf decken, sondern wesentlich höheren. Und eigentlich müssen wir das Ganze global denken, wo überall Wasserstoff gebraucht wird. Und einfach nur, um eine Zahl zu nennen, Deutschland hat einen Erdgasbedarf aktuell von 900 Terawattstunden. Unser Kanzler und Vizekanzler waren in Kanada und haben ganz stolz einen Vertrag zurückgebracht, hier Elektrolyseur, erneuerbare Erzeugung und so weiter, über 1,5 Gigawatt. Elektrolyseur mit 1,5 Gigawatt, klingt erstmal toll. Wenn der 8000 Stunden im Jahr durchläuft, dann sind das 12 Terawattstunden. Das heißt gerade mal 12 Terawattstunden von 900 Terawattstunden. Das heißt, ich würde sagen, wenn jetzt unser Kanzler und Vizekanzler jede Woche mit so einem Vertrag heimkommen, dann können wir darüber reden, den Gebäudesektor ans Wasserstoff zu hängen. Aber solange das nicht passiert, reicht einfach die Wasserstoffmenge hinten und vorne nicht. Und dann stelle ich mich lieber jetzt darauf ein, nutze jetzt den Gestaltungsspielraum, auch den ich jetzt noch als Kommune habe, und sage, ich biete meinen Bürgern eine preiswerte, günstige Wärmeversorgung an, die anders ist, aber eben auch in Zukunft klimaneutral, preisgünstig sein wird. Ich gehe raus aus dieser Spekulation, ich gehe raus aus diesem Risiko. Ich habe noch nirgends gehört, dass Wasserstoff nachher der Preis, nicht die Gestehungskosten, sondern der Preis, der hier gehandelt wird, günstiger sein sollte. Und ich habe ja nachher auch als Stadtwerk, was komplett auf die Gasversorgung setzt, das Risiko, dass ich nicht mit Wärmepumpen konkurrieren kann und alle Leute wegwechseln werden. Und ich dann, obwohl ich eigentlich hier gerade meine Erdgasinfrastruktur umgebaut habe und umgestellt habe, plötzlich auch die Stromnetze nebenher massiv ausbauen darf. Also da wirklich mal schauen, wo sind da Chancen und Risiken. Ja, Wärmenetze sind teuer, aber ich glaube, die Risiken sind wesentlich geringer, wie wenn ich auf eine Erdgas- oder gasbasierte Wärmeversorgung setze. Ja, vielen Dank. Ich habe jetzt noch Frau Hennecke mit einer wirklich kurzen Frage. Dann machen wir 5 Minuten Pause und dann geht's weiter mit den Betreibermodellen. Weitere Fragen kann ich jetzt in diesem Block leider dann nicht mehr dran nehmen. Also Frau Hennecke, bitte.
Können Sie mich hören? Ja. Okay. Ja, ich komme auch nochmal zurück auf die Gasnetze und auf den Rückbau. Also ich habe mal in einem Webinar erfahren, dass es im Prinzip gar keine Verpflichtung gibt für den Rückbau der Gasnetze, sondern dass man die einfach verplomben kann, aber dass dieses Argument von den Stadtwerken immer total gerne genommen wird. Das ist das eine, da würde ich gerne wissen, was stimmt. Und das andere, alles, was Sie gerade gesagt haben mit dem Wasserstoff, sind auch meine Argumente. Der Wasserstoff ist zu schade zum Verbrennen. Wir werden niemals genug haben in Deutschland. Und den Wasserstoff, den wir haben, brauchen wir für Chemie- und Stahlindustrie. Trotzdem, dieses Stadtwerk, wo ich jetzt dran denke, und ja, der Nico Wirth und auch Mario haben das ja auch geschrieben, diese Argumente kommen immer und immer wieder, Rückbau und zu teuer, und wir machen das jetzt einfach. Und bei uns ist es halt so, dass in der Nähe halt auch Windenergieanlagen gebaut werden, und der Stadtwerkechef sagt einfach, ja, davon können wir doch dann den Wasserstoff produzieren, warum sollen wir den irgendwo anders hinliefern? Jetzt brauche ich mal wirkliche Argumente. Wie kann ich dagegen angehen? Danke. Sehr gerne. Genau, also in einem anderen Vortrag hatte ich zwei Folien da drin. Zum einen eine schöne Grafik, wo man sieht, wo Wasserstoff unersetzlich ist, also eben Stahlherstellung, Methanolherstellung, Ammoniakherstellung und solche Dinge, im Gegensatz zu Gebäudesektor oder Automobilbereich. Das, finde ich, macht es einfach sehr einfach und sehr greifbar. Und zum anderen natürlich der Wirkungsgrad, finde ich da auch sehr, sehr wichtig. Wenn wir zuerst mit Strom Wasserstoff herstellen und dann diesen Wasserstoff verbrennen, dann komme ich auf den Wirkungsgrad so Richtung 60%. Wenn ich hingegen den Strom nehme und in eine Wärmepumpe stecke, habe ich einen Wirkungsgrad von 300%, vielleicht 400%. Und zwischen 60 und 300% ist ein Faktor von 5. Und das ist halt ein Faktor 5 an Windrädern, den ich brauche. Das ist ein gewisses Problem. Und das Zweite ist dann an dieser Stelle, wir haben deutschlandweit einen Strommarkt. Also es gibt jetzt auch in Esslingen die neue Weststadt, ein ganz tolles Projekt, wo Wasserstoff drin produziert wird, wunderschöne Poster und so weiter. Und dann fragt man ja, okay, und wo, welchen Strom verwendet ihr? Ja, ja, hier den Überschussstrom von der PV-Anlage und so weiter. Und dann fragt man ja, wie viel ist das? Und dann ist es so, ja, es ist doch viel, viel, viel weniger, wie man gedacht hat. Dieser Elektrolyseur läuft quasi fast nie, weil wir werden in Deutschland keinen Überschussstrom sehen. Also wir haben diesen Winter oder diesen Herbst darüber gestritten, wie die Strompreise explodieren, weil wir einen Strommangel haben, weil in Frankreich die Hälfte der AKWs ausgefallen sind. Auch ansonsten ist Strom ein knappes Gut. Genau. Die Zeiten, in denen wir zu großen Stromüberschuss haben, die werden nicht kommen. Und da sind doch eigentlich alle Studien sehr, sehr eindeutig. Wir werden den Wasserstoff, wenn, dann importieren und nur zu einem sehr geringen Teil in Deutschland produzieren. Also in Baden-Württemberg ist, glaube ich, die offizielle Zahl gerade 90% Import und 10% von hier. Und der Staatssekretär, der Energiestaatssekretär, Herr Baumann, sagt wirklich ganz öffentlich so, wir werden Wasserstoff nicht im Gebäudesektor verplempern. Und es gab ja auch vom BMWK, ich weiß leider gerade nicht mehr, ob es Herr Habeck oder Herr Greichen war, bei der Stadtwerketagung des Handelsblatt auch so eine Aussage, irgendwie auf eine Nachfrage, wo dann irgendwie geäußert wurde, naja, denkt lieber mal bei Rückbau nach. Und daraufhin gab es natürlich eine riesige, Shitstorm sagen in allen Leitmedien darüber, zu sagen, hier, das kann er doch nicht sagen. Ja, aber wir sollten doch einfach mal in unsere Nachbarländer schauen. In Dänemark wird die kommunale Wärmeplanung heutzutage einzig und allein dazu gemacht, um Gasnetze stillzulegen. Österreich hat gerade ein Gesetz beschlossen, dass sie bis 2040 alle Gasnetze stilllegen werden. In Zürich wird jedes Jahr ein Stadtteil vom Gasnetz genommen, also dieses Jahr Oerlikon, 20.000 Einwohner. Also die Nachbarländer machen das alle. Jetzt soll mir jemand sagen, was der Unterschied zu Deutschland ist. Obwohl diese Nachbarländer zum Großteil schon wesentlich weit sind mit erneuerbarem Strom wie Deutschland. Und ich glaube, das muss man einfach mal in eine Gesamtstrategie einbinden und sich überlegen, wohin geht die Reise. Genau, und das mit dem Verplomben. Also mein Stand ist auch, dass es aktuell keine gesetzliche Grundlage gibt, Gasnetze stillzulegen. Und wenn ich halt noch einen Verbraucher drin habe, darf ich den nicht abklemmen. Ich glaube, brauchen wir zwingend eine gesetzliche Grundlage dafür, dass ich wenigstens, wenn ich will, dass ich dann mein Gasnetz stilllegen darf. Und ansonsten kenne ich es schon auch so, wenn ich jetzt zu einem Wärmekunden gehe, der aktuell im Gasnetz hängt, dann mache ich zuerst den Tiefbau, teuer, und danach kündige erst einen Gasvertrag und dann kommt nochmal teuer Tiefbau fürs Gasnetz, weil die bei uns wirklich die Leitung dann ab,
Karten. Das heißt, da kommt zweimal Tiefbau nacheinander. Und das wäre natürlich auch wesentlich preiswerter, wenn ich dann wenigstens einfach den gesamten Straßenzug abklemmen kann und nicht jedes Haus einzeln. Da wird sicher in den nächsten Jahren noch was kommen. Ob das noch diese Legislaturperiode kommt, bin ich mir nicht sicher. Ja, vielen Dank. Das ist eine sehr spannende Diskussion. Ich glaube, da könnte man ein eigenes Webinar zu machen, zu den Erdgasnetzen und was man damit macht. Wir würden gerne eine 5-minütige Pause machen, damit wir zu dem zweiten Teil noch kommen. Also um 17.25 Uhr geht es hier weiter mit Betreibermodellen und den Akteuren. Bis gleich. Ja, die Pause war etwas kurz. Aber ich würde sagen, im Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit starten wir jetzt in den zweiten Teil zur Umsetzung der Wärmewende zu den Akteuren und Betreibermodellen. So, diesmal ist jetzt aber der richtige Bildschirm freigegeben. Oder? Ja, sehr gut. Genau, dann kommen wir jetzt zum zweiten Teil. Wärmenetze umsetzen und betreiben. Also wir hatten jetzt im ersten Teil uns technisch sehr schön angeschaut, wie können wir denn überhaupt diese Wärmenetze machen? Ne? Was passiert da? Was sollte ich da mitdenken? Wie baue ich die auf? Das ist eigentlich auch ein bisschen das, was in der kommunalen Wärmeplanung passiert. Und dann steht da schön am Ende das Ding Zielszenario und dann mache ich ein Maßnahmenpaket und sage, ja, jetzt machen wir das. Und dann stellt sich die Frage, wie machen wir das? Und genau vor diesem Problem standen wir auch in TAM. Ne? Also so, cool, jetzt haben wir ein Gesamtkonzept. Wir wissen, wie wir diesen Ort klimaneutral mit Wärme versorgt bekommen. Aber ja, wie machen wir denn das jetzt eigentlich? Wie fangen wir jetzt an? Und zwar sollten wir eigentlich zügig loslegen. Wir würden hier gerne 2030 fertig sein. Das war so die Frage, die wir uns im September 2021 gestellt haben. Also jetzt vor ungefähr 12 Monaten. Und da hätte ich zuerst eine Frage an Sie. Und zwar, was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Akteure, um eine Wärmewende umzusetzen? Ne? Also jetzt steht hier mal die beiden wichtigsten Akteure. Schreiben Sie gerne einfach mal in den Chat rein, was Ihnen einkommt, was besonders wichtig ist. Wen braucht man unbedingt, um so ein Wärmenetz umzusetzen in einer Kommune? Vielleicht insbesondere auch da, wo es noch kein Wärmenetz gibt oder je nachdem auch da, wen Sie da haben. Einfach in den Chat rein. Ich versuche mitzulesen. Bisher ist es ja noch sehr überschaubar, was Sie reinschreiben. Zweimal Stadtwerke. So, was haben wir hier? Immobilienbesitzer, Bauleitplanung, Politik, Kommunalpolitik plus Stadtwerke plus Förderung, BürgermeisterInnen, sanierungswillige Einwohner, Stadtwerke, Politik, Endverbraucher, Einwohner, Stadtverordnetensammlung, Netzbetreiber, Handwerk, Lokalpolitik und Stadtwerke. Die Stadtwerke, die bremst bei uns viele aus. Eigentlich auch MieterInnen, ja. Stadtwerke, Privatkunden, öffentliche Kunden, Kommunen, Bürger, Energiegenossenschaften, Banken. Ja, ganz viele verschiedene Akteure nennen Sie jetzt hier. Und zwar sowohl von der Politik über Teile der Verwaltung, dann die Stadtwerke oder gegebenenfalls Genossenschaften, Eigentümer, MieterInnen, bis hin zur UmsetzerInnen. Genau. Und das ist erstmal schon mal ein ganz wichtiger Punkt, dass Sie sehen, es gibt sehr, sehr viele Akteure, die am Ende damit zu reden zu haben. In der kommunalen Wärmeplanung stoßen wir in Baden-Württemberg immer gleich zu Beginn auf einen spannenden Akteur, nämlich die SchornsteinfegerInnen, weil wir gerne von denen Daten hätten. Und die Schornsteinfeger sagen eigentlich immer, wir möchten hier nicht rausgeben. Nachher tut ja überall die guten Verbrennungsheizungen rausnehmen und wir werden arbeitslos. Also wir müssen irgendwie es schaffen, diese ganzen Akteure mitzunehmen und auch eine Perspektive aufzeigen, ne? Weil wir haben ja eigentlich Fachkräftemangel. Wir können ja niemandes Talent ungenutzt lassen. So, jetzt stehen hier ganz viele. Ich sag mal, was aus unserer Sicht die wichtigsten Akteure sind. Nämlich die Verwaltung und der Gemeinderat. Gerade in Kommunen, wo es noch keine Stadtwerke gibt, aber selbst da, wo es Stadtwerke gibt. Dieser Aushandlungsprozess erstmal, wo kommen Wärmenetze hin? Und danach, wie versorge ich die mit Erneuerbaren? Weil es kommt einfach nicht mehr das Erdgas aus der Leitung. Das ist ein Prozess, den muss ich politisch auch führen. Ich muss als Verwaltung erstmal bereit sein zu sagen, okay, das verwenden wir entsprechende Ressourcen, da stellen wir uns drauf ein, wir betrachten das intensiv in der kommunalen Wärmeplanung und danach muss ich das politisch auskämpfen. Ne? Eine Fragestellung, wie jetzt hier in TAM, baue ich nur ganz viele große Luftwärmepumpen außerhalb des Ortes, baue ich Luftwärmepumpen bei jedem Haus oder kriege ich 3-4 Hektar Acker für den Solarthermie mit einem saisonalen Wärmespeicher? Das ist in erster Linie erstmal eine politische Entscheidung. Und dass die Gemeinderäte das überhaupt entscheiden können, dafür
brauche ich eine Verwaltung, die das entsprechend vorbereitet und aufbereitet, die auch selber bereit ist, sich im besten Fall schon zu positionieren und sagen, hier, wir haben uns das angeschaut, wir haben das intensiv mit Planern betrachtet, welche Optionen haben wir, wir halten das hier für die beste Option, wir halten das für einen guten Kompromiss und dann nochmal von der Politik. Und erst wenn wir da den Rückhalt haben, dann können wir weitergehen. Und hier in TAM ist dieses Weitergehen, dass wir eine Gesellschaft gegründet haben, komme ich gleich dazu. Aber woanders ist es dann vielleicht, dass man das bestehende Stadtwerk ermuntert, ne? Dass man sagt, hier, okay, wir wollen, dass ihr das umsetzt. Was braucht ihr, dass ihr das umsetzen könnt? Ich sage es vielleicht mal hier aus Ludwigsburg selbst, ne? Da hatten die Stadtwerke auch schon eine ambitionierte Ausbauplanung von aktuell so 15% der Energie, die sie in der Stadt liefern, wollten sie auf 40%. Und jetzt ist es im Diskussionsprozess mit der Verwaltung und mit der Kommune und von der Seite kommt, eigentlich wäre viel sinnvoller, weil wir gar nicht so viele Luftwärmepumpen überall haben wollen. Das heißt, und dann sagen die Stadtwerke natürlich, okay, dafür brauchen wir dies und jenes. Und nur dann, wenn es diesen Rückhalt von Verwaltung und Gemeinderat gibt, dann sind die Stadtwerke überhaupt in der Lage dessen. Die Investitionen sind immens und ich glaube, da werden die meisten Akteure auch wieder Bürgschaften wirklich von Städten brauchen, weil man sich das gar nicht leisten kann. Das heißt, wir sehen hier im ersten Schritt, ist es ein Aushandlungsprozess, wo ich ganz klar sagen muss, ah ja, okay, hier zum Beispiel jetzt TAM, ich baue ein Wärmenetz auf, sessionale Wärmespeicher mit Solarthermieanlagen. Anderes Potenzial haben wir sinnvoll nicht. Und wenn es dann heißt, oh, das heißt aus der Verwaltung oder aus der Politik geht nicht, dann sage ich, okay, dann müssen wir das nächste Szenario anschauen. Okay, Luftwärmepumpen. Wir müssen überall die Stromnetze austauschen. Wir haben eine gewisse Emissionsquelle. Wollt ihr das? Und ich kann nicht einfach mich hinstellen und sagen, nee, ich will alles nichts, sondern ich muss mich darauf einigen, was will ich wo und wie will ich das? Und das ist der erste Schritt, politischer Schritt. Und dann im zweiten Schritt, der hängt damit ganz eng zusammen, wie setze ich das jetzt tatsächlich um? Jetzt haben die in TAM gesagt, wir hätten gern Wärmenetz im ganzen Ort. Kann man ja sagen, ist ja ein frommer Wunsch. Ne? Aber was ist, wenn ich niemanden habe, der das umsetzen will? Bringt ja alles nichts. Und dann muss ich sagen, wenn ich selber das nicht machen will und kein Akteur finde, der das macht, dann sind es vielleicht doch die Wärmepumpen und nur ein ganz kleines Wärmenetz. Ja, kleines Wärmenetz, kein saisonaler Wärmespeicher. Kann ich dann auch durchdeklinieren und sagen, will ich das? Nee, auch nicht. Okay, vielleicht bin ich doch noch mal ein bisschen bereit, mehr Energie reinzustecken. Und das waren die dann in TAM und haben gesagt, ja, okay, wir finden die Idee eigentlich sehr, sehr gut. Wir wollen das auf jeden Fall so machen. Und dann sind wir halt bereit, uns da wirklich zu engagieren. Und die haben jetzt eigene Stadtwerke aufgebaut. Das ist eine kleine Verwaltung. Die Kämmerin ist jetzt die Geschäftsführerin von diesen Stadtwerken und schaut dann eben, wer da sonst noch unterstützen kann. Das schauen wir uns gleich an. Da möchte ich jetzt zuallererst mal zu diesem Projekt ganz kurz noch den Zeitplan anschauen, um da einfach mal aufzuzeigen, was machbar ist, wenn man politischen Rückhalt hat. Diese ganze Idee für dieses Wärmenetz gab es so Anfang letzten Jahres, dass man die Stadt mit einem Wärmenetz versorgen könnte, gerade die kommunalen Liegenschaften. Und dann hat man einen Förderantrag gestellt, da kam man zuerst auf die Warteliste, das waren EU-Fördermittel, also Corona-Wirtschaftshilfen, die über die Länder verteilt werden, hier im Klimaschutz mit System in Baden-Württemberg. Und da kam man auf die Warteliste, hat gedacht, kommt nicht. Im September kam dann so eine E-Mail, ja, wollt ihr doch? Man hatte halt ein Konzept und die Forderung von diesen Fördergeldern war, ja, ihr kriegt das Geld ab September, sozusagen eine Zusage, eine Mittelfreigabe, aber im Dezember 2022 muss das Geld ausgegeben sein und abgerechnet, also 15 Monate später. Und es gab keine Stadtwerke, es gab keine Fachplanung, es gab keine Ausschreibung, es gab keine Wärmenetzlieferverträge an Kunden, es gab noch keine Öffentlichkeitsarbeit und nichts. Und man hat das zuerst sehr schnell in der Verwaltung diskutiert, hat sie mit entsprechenden Fachplanern gesprochen, ob die Kapazitäten haben und bereit sind, da zu unterstützen, ob sie bereit sind, die Fachplanungen zu machen, ob sie bereit sind, Verträge für die Kundinnen bereitzustellen, ob man Anwälte findet für eine Gründung von Stadtwerken, hat einen Grundsatzbeschluss im Gemeinderat gefasst nach einer Gemeinderatsklausur, hat im Januar Stadtwerke gegründet, hat die Ausschreibung schnell rausgeschoben, recht schnell Submission gehabt und im März Baubeginn, ja, aktuell sieht es so aus, dass wir Anfang Dezember fertig gebaut haben. Das heißt, das Ganze in 15 Monaten, 2,5 Kilometer Netz und davor gab es noch nicht mal die Gesellschaft. Und das ist halt plötzlich möglich, wenn man den politischen Rückenwind hat. Das heißt, der Bürgermeister, die Kämmerin und die Bauamtsleiterin, die waren einfach jede Woche da in den Meetings, sind draußen direkt vor Ort bei der Baustelle und haben hier den Rückhalt oder geben diesem Projekt den Rückhalt, setzen es im Zweifelsfall selbst um, wenn die anderen Leute in ihren Fachabteilungen das nicht liefern. Und
Das einfach mal als Beispiel. Wenn ich den politischen Rückhalt habe, kann ich sehr, sehr viel machen. Hoppala, das war die falsche Richtung. Genau. Daher, für uns, erster Punkt ist so, Wärmewende ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Ne? Ich brauche eine hohe Priorität für die Wärmewende in der Spitze der Verwaltung. Und ich muss auch den Gemeinderäten ermöglichen, darüber zu entscheiden. Das heißt, ich muss die erstmal ihnen das Wissen vermitteln. Das ist das, was ich meistens erlebe, dass die Leute noch sehr, sehr wenig Wissen haben über die Wärmewende. Deshalb im ersten Vortrag auch über die Zielszenarien gesprochen. Was ist denn überhaupt möglich? Was ist eher unrealistisch? Das ist ein ganz wichtiges Wissen. Und damit ich ernsthaft eine Diskussion führen kann, muss ich die zuerst darüber informieren, damit sie danach auch wirklich eine politische Meinung sich bilden können und dann Entscheidungen treffen. Und dafür, ja, das war für uns als Energieagentur auch ein Lernprozess, aber ich glaube, wir waren in diesen Gremien über 10 Mal. Und haben immer wieder das Gespräch gesucht über verschiedene Details und die verschiedenen Optionen durchdiskutiert. Allgemein helfen dabei ganz stark Exkursionen oder auch Erfahrungsberichte. Wir hatten dann einen Bürgermeister von einer anderen kleinen Kommune, der erzählt hat, vor 10 Jahren hat er ein Wärmenetz aufgebaut, wieder, welche Probleme es da gab, was gut lief und so weiter. Und das greifbar machen, ne? Wenn es ein Wärmenetz in der Gegend gibt, einfach da mal hinfahren, Bus mieten, hinfahren, spart man sich 5 Stunden reden, wenn man das einmal erlebt. Genau, dann Öffentlichkeitsarbeit, nächster wichtiger Schritt. Wir haben die Öffentlichkeitsarbeit immer, wir hatten dann am einen Tag die Online-Veranstaltung, am nächsten Tag standen wir auf dem Markt und haben über das Wärmenetz informiert, ne? Also das erlebbar machen, auch für die Bürgerschaft, auch ansprechbar sein, da ein Vertrauen aufbauen, das ist alles sehr wichtig. Eine gemeinsame Erzählung, wohin geht die Reise, ne? Genau so haben wir auch die ganzen WEGs überzeugt bekommen, auch wenn WEGs vom Diskussionsprozess immer sehr anstrengend ist, aber wenn man sich dessen wirklich annimmt, dann geht das alles. Und hier unten der letzte Punkt, so ein bisschen auf das Wesentliche konzentrieren. An was ich dabei immer denke, ist zum Beispiel, wir haben ganz häufig in Kommunen, die ein Neubaugebiet machen, wahnsinnig große Diskussionen darüber, wie wir das Neubaugebiet klimaneutral machen. Erste Wahrheit ist, klimaneutral ist sowieso in den wenigsten Fällen, wegen den ganzen grauen Emissionen von Beton. Und die zweite Wahrheit ist, rein für die Energie zum Heizen, das ist eigentlich ziemlich einfach. Und daher bitte, ihr könnt gerne darüber diskutieren, was ihr im Neubaugebiet macht, aber viel wichtiger ist der Bestand. Der Bestand hat wirklich die sehr, sehr hohen Emissionen. Der Bestand ist das, wo weh tut. Selbst wenn ich das Neubaugebäude irgendwo habe mit der Gasheizung, was hoffentlich nicht der Fall ist, aber die Leute haben jetzt gerade keine großen finanziellen Sorgen. Die viel größeren Leute haben die Leute, die im schlecht sanierten Altbau sind, die riesige Gasrechnungen haben. Daher, für die müssen wir eine Lösung entwickeln. Und das Fazit hieraus, Wärmeversorgung wird zur Daseinsvorsorge. In Baden-Württemberg ist die kommunale Wärmeplanung ganz klar eine kommunale Daseinsvorsorge. Die Planung ist Auftrag der Kommune, da erbringt sie eine Dienstleistung an alle anderen BürgerInnen. Und ich bin auch davon überzeugt, dass diese Dienstleistung niemand anders erbringen kann. Selbst Stadtwerke, die 100% im Besitz der Kommune sind, haben Eigeninteresse. Das ist ganz wichtig, dass an dieser Stelle die Stadt da die Oberhand hält über diese Debatte und das gemeinschaftlich führt, so wie eben Entscheidungen innerhalb einer Stadt getroffen werden. Genau, nächster Schritt ist kommunale Wärmewerke aufbauen. Wir brauchen für eine Umsetzung Akteure. Und das hängt immer ab von der Lage vor Ort, welche Akteure das sind. Wenn es schon Stadtwerke oder Ähnliches gibt, sehr, sehr gerne die nutzen. Jetzt hier in Tamm gab es nicht, da wurden neue Strukturen aufgebaut. Aber trotzdem zum Beispiel, wir binden dort das lokale Handwerk mit ein und sagen, ja, okay, Einbau von Wärmeübergabestationen, Wartung und so weiter. Wie können wir euch da einbinden? Wir binden bestehende Wärmenetzbetreiber aus Nachbarkommunen mit ein und so weiter. Das heißt, wir schauen, was ist schon da, wen können wir alles mitnehmen, reduziert zum einen Widerstände, aber natürlich ist vor allem auch ganz viel Wissen da, was wir brauchen für diesen neuen Akteur, wenn wir so ein großes Projekt angehen wie in Tamm, wo wir sagen, ja, innerhalb von 8 Jahren eigentlich einen ganzen Ort klimaneutral machen, die Strukturen aufbauen, die das braucht und da wirklich auch ausreichend groß denken. Prinzipiell, die Umsetzung hängt an Menschen und wir sehen es überall. Wir haben massiven Fachkräftemangel. Im Normalfall werden wir da draußen keine ausgebildeten Wärmenetzplaner finden, die ich mir einfach so mal einstellen kann. Das heißt, ich muss auch von Anfang an mir Gedanken darüber machen, wie baue ich diese Fachkräfte auf? Welche Optionen habe ich? Wie kann ein Ausbildungsprogramm aussehen? Bei wem kann ich die Person andocken, dass er dort die Erfahrung lernt und dann mich da unterstützen kann und so weiter. Das heißt, das muss wirklich ganzheitlich gedacht werden. Es reicht nicht einfach nur, die Bewerbung auf den Markt zu schmeißen. Meistens reicht es zumindest leider bei uns nicht, sondern wirklich ganz häufig Uniabgänger, die keine Ahnung von den Themen haben, aber dann bilden wir sie eben entsprechend aus und dann klappt das auch sehr gut.
Wir brauchen zusätzliche kommunale MitarbeiterInnen. Wenn wir sagen, wir haben eine neue kommunale Daseinsvorsorge, dann brauchen wir auch Menschen, die sich darum kümmern. Und auch hier wieder. Die Kommunen müssen diesen Prozess sehr intensiv steuern, egal ob sie es nachher selbst umsetzen oder das externe Dritte machen. Aber ich glaube, die intensive Debatte damit und auch Auseinandersetzung damit braucht es. Und das heißt, auch da brauchen wir die Strukturen. Und am Ende noch einen kleinen Punkt, weil es einfach immer wieder Diskussion im Gemeinderat ist, schon bei der ersten Personalstelle, die man irgendwo einstellt. Das kostet doch so viel Geld und muss das jetzt wirklich sein? Wir hatten es jetzt gerade vor, der Leitungsmeter kostet inzwischen 1.000 Euro. Also wenn ich eine Person einstelle mit Lohnnebenkosten, das sind nicht viel Meter Wärmenetze. Und beim Wärmenetz diskutiere ich, glaube ich, lang nicht so sehr über jeden einzelnen Meter, wie ich über jede einzelne Personalstelle diskutiere. Also da wirklich auch sagen, wir brauchen diese Leute, wir brauchen die frühzeitig, dass sie mit diesen Projekten wachsen und dann das auch wirklich vor Ort umsetzen können. Letzte Folie hier zu diesen Strukturen aufbauen. Wärmewende transparent vermitteln. Na, das ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen den Leuten ganz klar sagen, wohin geht denn die Reise? Ich glaube, gerade jetzt da draußen merkt man, es gibt eine sehr, sehr große Unsicherheit, wie Wärmewende funktionieren kann oder was es überhaupt bedeutet, wohin geht die Reise? Wir haben sozusagen den Leuten die letzten 10, 20 Jahre Gas als saubere Technologie propagiert, als Brückentechnologie und plötzlich bricht das weg. Das ist eine große Unsicherheit. Und zwar nicht nur beim Privaten, sondern eigentlich auch überall bei den Handwerksbetrieben bis hin zu den Energieversorgern, die sagen, hier, wir haben noch die ganze Strategie darauf ausgerichtet und es funktioniert nicht mehr. Das heißt, da gemeinsam ein Ziel zu formulieren, was man eben in der kommunalen Wärmeplanung machen kann und muss. Und dieses Ziel aber auch nach draußen tragen. Frühzeitig über diese lokalen Lösungen informieren, das ist ganz, ganz wichtig. Auch überhaupt, welche Entwicklungen da auf Sie zukommen. Das mit den 65% Erneuerbare ab dem 01.01.24 für neue, aber auch Bestandsgebäude beim Heizungstausch, das wissen ganz viele BürgerInnen nicht. Wenn ich das denen überhaupt erkläre und dann auch am besten noch erkläre, warum das notwendig ist, dass die Regierung das nicht macht, um sie zu triezen, sondern weil das wirklich essentiell notwendig ist, dann kommt ein Verständnis dafür, dann entsteht auch ein Vertrauen und dann können die eben auch selber einschätzen, okay, ist das eine gute Richtung, in die ich hier gehe. Und ja, bei uns funktioniert das sehr, sehr gut so. Genau, und letzter Punkt hier, Umsetzung zum Gemeinschaftsprojekt machen. Am Ende müssen wir eigentlich alle mitnehmen. Wir sollten schauen, dass es möglichst keine Verlierer gibt. Das bedeutet sowohl die Stadtwerke, die aktuell das Gasnetz betreiben, dass die da nicht als viele Leere rausgehen dürfen, aber auch den Schornsteinfeger müssen wir mitnehmen oder viele andere Akteure, die dann natürlich unmittelbar oder mittelbar betroffen sind. Genau, am Ende sollten die Akteure selbst entscheidungsfähig sein. Und ich glaube, das ist noch ein langer Weg, aber wir müssen uns auf den Weg machen und dieses Wissen transportieren. So, jetzt schauen wir uns noch ganz konkret Betreibermodelle für Wärmenetze an. Die Zeit tickt. Daher gehe ich hier ein bisschen zügig durch. Wenn wir als sagen, Kommunen sollen Wärmewerke aufbauen oder kleine Stadtwerke, was uns wichtig ist als Energieagentur, ist meistens, dass es wirklich kleine, schlanke Strukturen sind. Wir reden hier nicht vom Vollsortiment mit Stromnetz, Gasnetz, am besten noch das Glasfasernetz und so weiter, sondern es geht wirklich darum, wir brauchen einen Akteur, der diese Wärmewende vor Ort umsetzt. Wenn es den schon gibt, gerne, wunderbar. Wenn es den noch nicht gibt, muss ich den gegebenenfalls aufbauen. An und für sich gibt es hier drei grobe Optionen. Ich vergib einfach das gesamte Projekt an einen externen Dritten. Das zweite ist, vielleicht als Stadt baue ich selber, aber verpachte an einen Dritten, der hat dann die Hoheit darüber. Oder ich mache eine städtische Wärmenetzgesellschaft. Das ist eine total große Grundsatzentscheidung. Und auch da hilft wieder, wenn ich schon beim ersten Ausbauschritt weiß, wie groß das Projekt wird, nur dann kann ich fundiert diese Entscheidung treffen. In Tamm wollten wir eigentlich für ein ganz kleines Neubaugebiet im externen Dritten das Wärmenetz geben zur Pacht. Und es wäre vielleicht von dort aus dann langsam weitergewachsen. Sie hätten es niemals selbst gemacht. Aber weil sie gesehen haben, dass es um die gesamte Stadt geht, haben sie sich anders entschieden und gesagt, nee, das machen wir selber. Das ist so wichtig, da müssen wir die Entscheidung darüber wahren. Und jetzt gehen wir einmal kurz durch diese drei Optionen durch. Ja, wenn man das ganze Projekt einfach an einen externen Dritten gibt, wenn man einen findet, wunderbar. Das ist sehr gut, dann macht der Planung, Bau und Betriebsführung alles ja externe Dritte. Man hat sehr wenig Arbeit, aber man hat auch sehr wenig Einflussmöglichkeiten. Das heißt, zukünftige Ausbauschritte, Erzeugungstechnologie, Preise und so weiter, da kann man überall nicht mitreden. Und wir sehen es jetzt auch bei ein paar Netzen, wo leider zum Beispiel noch sehr hohe Vorlauftemperaturen sind. Heute mit BHKW ist kein Problem, wo ich mich aber persönlich frage, wie kriegt ihr hier in Zukunft die Wärmepumpe rein? Und da rede ich wirklich von neuen Wärmenetzen, die dieses Jahr in Betrieb gegangen sind, das ist herausfordernd dann. Und da lieber
ja, da fehlt einem die Handlungsmöglichkeit, wenn ich es an einem externen Dritten gibt. Wenn das jemand ist, der das sehr, sehr gut macht, wunderbar. Aber ich sollte da auch im Kopf haben, im Zweifelsfall bin ich als Kommune selbst auch der Kunde davon. Will ich davon Kunde sein? Genau, ich kann ein bisschen Entgelt fordern durch ein Wegenutzungsentgelt als Stadt. Das machen eigentlich tatsächlich ziemlich wenig Städte. Hier einfach mal ein kurzes Beispiel. Ja, Kommune hat das an Betreiberin gegeben. Kleine Kommune hat damit nichts zu tun. Alles gut. Die eigenen kommunalen Gebäude angeschlossen. Gar kein Stress. Dann das zweite Konzept, wo ich sozusagen als Stadt schon ein bisschen mehr reingehe, ist Bau durch die Stadt und Verpachtung an Dritten. Da baut die Stadt typisch das Wärmenetz. Gerade auch im Neubaugebiet wurde das sehr gerne und häufig gemacht. Die Stadt hat sowieso die ganzen Erschließungskosten. Jetzt tut sie halt auch noch das Wärmenetz mit reinlegen, verpachtet das dann einen externen Dritten. Der externe Dritte baut seine Wärmeerzeuger auf. Klassisch war das immer der Gaskessel und das BRKW. Nach 10, 20 Jahren läuft der Pachtvertrag aus. Der aktuelle Pächter nimmt seine Anlagen mit. Der nächste kommt wieder mit neuen Anlagen und gut ist. Die Kunden schließen die Wärmelieferverträge mit dem Pächter. Das heißt, die Stadt kann hier auch nicht direkt über die Preise mitreden. Und der Pächter bestimmt natürlich auch, wie das Netz weiter ausgebaut wird oder welche Wärmeerzeuger er nutzt. Das ist ein Modell, ich glaube, das hat in den letzten Jahren gut funktioniert. In Zukunft sehe ich das vor allem kritisch, weil diese Erzeuger immer mehr Platz brauchen. So eine Solarthermieanlage oder der Wassereinlass aus dem Fluss für die Großwärmepumpe oder die Erdwärmesonden, das kann ich nicht so richtig verpachten. Dann bin ich sehr plötzlich schon dran, dass die Stadt auch diese Dinge errichten sollte, weil die eben von einem Pächter an den nächsten übergehen müssen. Ja, und dann komme ich immer mehr in das dritte Modell, das schauen wir uns gleich an. Hier jetzt zum Beispiel so ein Beispiel, die Stadt, Nachbarstadt auch hier bei uns im Landkreis, hat das Wärmenetz gebaut und verpachtet das an den großen Stadtwerken. Das heißt, sie sagen, hier, ihr habt doch ganz viel Erfahrung und Wissen damit, wunderbar. Genau, und das dritte Modell, städtische Wärmenetzgesellschaft. Wenn ich jetzt eh schon sage, ich muss als Stadt die kommunale Wärmeplanung machen. Ich entwickle irgendwie ein Konzept, wohin das geht, wie groß das Wärmenetz wird. Ich baue das vielleicht auch, weil ich es verpachten will, weil zumindest bei uns sagen viele Wärmenetzbetreiber, sie haben gar nicht die Investitionen, um so große Wärmenetze, das Kapital, um so große Wärmenetze zu bauen. Sie brauchen da auch die Städte, dass sie die Städte diese Wärmenetze bauen. Dann ist doch die Frage, ist es nicht sinnvoller, dass die Städte komplett die Hand drüber halten und dieses Wärmenetz einfach nur noch an externe Dritte, die mit einbeziehen für die Dienstleistung. Ganz gezielt zu sagen, okay, ich als Stadt will keinen 24-7-Service machen. Hier, ich beauftrage die Dienstleistung. Ich als Stadt will überhaupt gar keine Wärmeübergabestationen installieren bei meinem Kunden. Okay, ich beauftrage einen externen Dritten. Ich kann im Zweifelsfall alles externalisieren und das ist dann halt individuell, je nach Stadt, kann ich da schauen, wie viel davon will ich selbst machen, beziehungsweise meine eigene Wärmenetzgesellschaft und wie viel gebe ich an externe Dritte. Ich habe hier einen großen Gestaltungsspielraum, aber im Zweifelsfall muss ich hier natürlich auch wirklich jede Entscheidung selbst treffen. Ich werde das nicht alles komplett externalisieren können über Beraterverträge. Das ist tatsächlich nicht umsetzbar, würde ich sagen, sondern ich muss dafür auch in meiner Kommune Wissen aufbauen, um so eine Wärmenetzgesellschaft danach umsetzen zu können, beziehungsweise halt in der Wärmenetzgesellschaft dieses Wissen aufbauen. Genau, hier als Beispiel eben auch Kommune bei uns im Landkreis, mal ein Projekt, wo wir dann auch nichts mit zu tun haben, in Kirchheim am Neckar, wo eben auch die Stadt sagt, hier, wir machen das, sie bauen das Netz auf, sie bauen die Wärmeerzeuger bei sich in der eigenen Schule rein und geben das Ganze an einen externen Dienstleister, in dem Fall die Sübergrüne Energie, um das Wärmenetz zu betreiben. Ja, das heißt, und hier jetzt hat die Stadt dann eben auch sofort eine Wärmeplanung rausgegeben, wann wird denn welcher Ortsteil erschlossen an das Wärmenetz? Weil das aus kommunaler Sicht, ja, ich würde sagen, fast immanent logisch ist, wenn ich den einen mit Wärme versorge, was ist denn mit dem anderen? Kommt da auch irgendwann das Wärmenetz? Wann kommt es denn? Und so weiter. Ne? Da haben die hier auch sehr schnell diese Planung rausgegeben. So, diese drei Betreibermodelle, das muss man diskutieren. Welches ist für die eigene Stadt das Passende? Und ich möchte gar nicht sagen, dass es pauschal überall das Gleiche ist, aber es ist wichtig, dass diese Debatte geführt wird. Und was mir auch sehr wichtig ist, diese Debatte frühzeitig zu führen. Es bringt jetzt nichts, loszulegen mit der kommunalen Wärmeplanung. Die dauert ein Jahr, anderthalb Jahre. Und danach sage ich, so, jetzt muss ich erst nochmal über den Betreiber diskutieren und dann fange ich mal mit der Fachplanung an und so weiter. Sondern diese Prozesse müssen parallel laufen. Aus der Praxis zeigt sich, es gibt immer wieder kleine Inseln, wo man sozusagen sagen kann, oh, das hier ist wirklich eine No-Regret-Maßnahme, das können wir auf jeden Fall umsetzen, egal was in der KWP rauskommt, hier ist offensichtlich, dass hier ein Wärmenetz reinkommt.
das nehmen, direkt damit in die Verwaltung, in den Gemeinderat reingehen, direkt diskutieren, zu sagen, hier, da kommt doch auf jeden Fall ein Wärmenetz hin. Wie machen wir das? Wie betreiben wir das? Und wie betreiben wir das mit der Risikochance, dass das vielleicht wesentlich größer wird auf die ganze Stadt? Wie wollen wir das machen? Und diese Diskussion parallel zur kommunalen Wärmeplanung führen, damit man sich darauf auch wirklich einstellen kann. Und im besten Fall, wenn die kommunale Wärmeplanung abgeschlossen ist, hat man einen Akteur da schon stehen, ist bereit loszulegen und kann direkt groß in die Umsetzung gehen. Die Sachen kann man eben vergleichen. Hier ein paar Dimensionen, wonach man das mal vergleichen kann. Investition und Finanzierung, wirtschaftliche Betrachtung, Gestaltungsmöglichkeiten bzw. Abhängigkeiten, Betrieb und Organisation, politische und gesamtgesellschaftliche Anliegen. Wir haben Ihnen hier ein paar Folien reingemacht. Das werde ich Ihnen jetzt alles nicht vorstellen. Dafür reicht die Zeit aber nicht. Aber das hatte ich sowieso nicht vor, hier Ihnen vorzulesen, sondern das können Sie gerne im Nachgang durchlesen. Genau. Für mich, mein persönliches Fazit ist, wenn ich gefragt werde, wer organisiert die Umsetzung der Wärmewende, dass das am besten wirklich durch einen kommunalen Wärmenetzbetreiber erfolgt, weil es eine kommunale Daseinsvorsorge ist. Die Wärmewende bietet einen hohen Gestaltungsspielraum an, bietet es an. Und da können wirklich Kommunen jetzt sich überlegen, wie wollen sie in Zukunft die Wärme bereitstellen? Wie soll das hier vor Ort aussehen? Ich kann so eine sehr schnelle Wärmewende umsetzen, weil ich habe da auch kein Gegeneinander, sondern Miteinander, auch zum Beispiel bezüglich Verkehrsbelastung, was die Bauarbeiten mit sich bringen, ist das sehr, sehr wichtig. Wir können so langfristig planen, viel langfristiger wie private Akteure. Ich kann mir wirklich jetzt schon heute überlegen, wie betreibe ich mein Netz in 10, 20 Jahren? Was ist da technologisch Voraussetzung? Großes Stichwort Vorlauftemperaturen und Rücklauftemperaturen. Und ich habe als Gemeinde zum Beispiel auch selbst in der Hand, welche Gewinne will ich hier haben? Ne? Wie soll das langfristig aussehen? Das sind alles ganz wichtige Faktoren. Und so habe ich hier wirklich eine große Chance für Stadt und BürgerInnen. Und ich glaube, Wärmeversorgung als kommunale Daseinsvorsorge ist ein ganz wichtiger Aspekt. Zum Beispiel bei der Wasserversorgung wird es heutzutage auch keiner in Frage stellen. Auch den Anschluss- und Benutzungszwang stellt da niemand in Frage, genauso wenig beim Stromnetz. Oder in anderen Ländern wie Dänemark ist das als kommunale Daseinsvorsorge auch mit keinem oder sehr geringen Gewinn Selbstverständlichkeit. Und da wird die politische Debatte in den nächsten Jahren aufzeigen, wo wir hingehen. Aber ich glaube, es spricht sehr viel dafür, dass das Ganze in kommunaler Hand sein wird. Das war die letzte Folie soweit von mir und jetzt sehr gerne nochmal Fragen. Ja, vielen Dank. Es sind einige Fragen hier eingegangen. Ich glaube, das ist ein großes Thema, aber die Energie geht, glaube ich, auch schon ein bisschen nach unten. Aber wir haben hier die Frage zunächst einmal ganz basic, was unterscheidet denn eigentlich Stadtwerke von städtischen Wärmenetzgesellschaften? Nach meinem Wissen gibt es keine feste Definition von Stadtwerken. Allerdings würde ich sagen, die meisten verstehen unter Stadtwerken schon Akteure, die wesentlich mehr machen, wie nur ein Wärmenetz betreiben. Und daher wäre ich immer ein bisschen vorsichtig mit dem Begriff. Ne? Also in Tamm haben die jetzt ganz explizit Stadtwerke genannt. Die wurden gerade einen Monat vorne dran Stadt. Davor waren sie nur Gemeinde. Daher war das hier zwingend notwendig, dass die Sachen jetzt, dass das Ding jetzt Stadtwerke heißt. Rein aus Erwartungsmanagement-Sicht ist vielleicht besser, das Wärmenetzbetreiber oder Wärmewerke zu nennen, um einfach transparent zu machen, was es ist. Aber an und für sich beliebig. Es war hier eine Frage zu dem Thema, ob es nicht eigentlich ein wettbewerbsrechtliches Problem gibt, wenn eine Kommune ihren Stadtwerken einfach erlaubt, sozusagen ein Wärmenetz zu betreiben, ob es nicht eigentlich auch notwendig ist, dass man den Netzbetrieb und die Erzeugung voneinander trennt, wie man das ja auch im Strombereich kennt. Genau, also Strom und Gas sind natürliche Monopole. Das heißt, ich habe da Konzessionsrecht und muss das ausschreiben. Im Wärmenetzbereich haben wir das nicht. Also es gibt in dem Sinne da keine Konzessionsverträge oder Ähnliches, dass da alle 10, 20 Jahre den Betrieb erneut ausschreiben muss. Das heißt sogar auch, wenn ich einem Akteur erlaube, hier ein Wärmenetz zu bauen, muss ich eigentlich prinzipiell auch einem zweiten Akteur erlauben, ein Wärmenetz zu bauen. Passiert zum Glück sehr, sehr selten oder wenn nicht gar nie, dass in derselben Straße zwei verschiedene Wärmenetzbetreiber ein Wärmenetz liegen haben, aber rechtlich gesehen wäre das unmöglich. Alle Dienstleistungsverträge, die ich beauftrage, natürlich muss ich da schauen,
dass ich die ordnungsgemäß ausschreibe und das Ausschreibungsrecht einhalte. Das Ganze kommt sowieso recht stark darauf, weil der Wärmenetzbereich momentan sehr stark auch durch Fördergelder gefördert wird, gerade wegen dieser Systemdienlichkeit, die ich vorher aufgeführt habe. Und bei Fördergeldern ist das meistens auch wieder eine Bedingung, dass ich Wettbewerbsrecht oder Vergaberecht einhalte. Aber per se zu sagen, hier, ich baue das, das ist ja erstmal kein Problem. Und dass das eine 100%ige Tochtergesellschaft der Stadt macht, auch keins. Und ja, das zu sagen, hier, meine eigene Gesellschaft setzt das um, das muss ich mit niemandem absprechen. Wen sie jetzt beauftragt, dafür brauche ich dann schon Ausschreibung. Mhm. Es gab verschiedene Fragen zum Thema Finanzierung. Einmal zum Thema finanzschwache Kommunen. Wie können die eigentlich diese Investitionen hinbekommen? Und daran anschließend die Frage, ist es bei diesen hohen Investitionskosten vielleicht auch sinnvoll, da mit Bürgerenergiegenossenschaften zu arbeiten, die dann selber sich um das Kapital bemühen, anstelle dass die Kommune das machen muss? Genau, Finanzierung sieht momentan so aus, also es gibt über das BEW, was ich kurz vorgestellt habe, pauschal 40% Förderung plus nochmal eine Betriebskostenförderung über die ersten 10 Jahre, das ist schon sehr auskömmlich. Oder wenn man das klassisch macht, würde man vielleicht die KWKG-Förderung nehmen und würde auch 40% Förderung bekommen plus noch einen KfW-Kredit, wo man danach 10% Tilgungszuschuss hat, das heißt insgesamt ungefähr 50% Förderung. Dann gibt es bei uns zumindest auch immer wieder Förderung vom Land, die das Ganze noch ergänzen. Das heißt, es gibt da einen recht großen Förderrahmen, wo man so 40-50% Förderung eigentlich auf jeden Fall drin hat. Nichtsdestotrotz bleibt natürlich sehr viel übrig, was an Krediten ist. Speziell für finanzschwachen Kommunen, jetzt die neue Förderung für die kommunale Wärmeplanung ist für finanzschwachen Kommunen zu 100% gefördert im Rahmen von der Kommunalrichtlinie. Das heißt, da sehen wir sogar, dass der Staat sagt, hier, macht das auf jeden Fall, das ist zwingend notwendig. Und ob dann in so einem Fall die Umsetzung wirklich am besten ist, dass eine 100%ige Tochtergesellschaft ist, muss man, glaube ich, sehr genau prüfen. Momentan ist Klimaschutz oder Wärmeversorgung leider noch nicht in dem Sinne eine Pflichtaufgabe für Kommunen. Das heißt, das Ganze ist freiwillig wie ein Schwimmbad zu betreiben und wird zumindest bei uns in Baden-Württemberg von einigen Landkreisen auch genauso betrachtet. Da betrachten die Aufsichtsbehörden ausschließlich die Schulden und sehen nicht, dass diese Schulden sich selbst tilgen, dass auch Einnahmen sind, und das führt dann wirklich zu Problemen. Bei nicht finanzschwachen Kommunen würde ich sagen, aber auf keinen Fall im ersten Ausbauschritt, sondern eher so, wenn ich mal 70% des Ortes erschlossen habe. Da sind wir auch politisch dran. Das ist ein Problem, was auch in der Landesregierung hier bekannt ist und was in den nächsten Jahren hoffentlich gelöst werden wird. Wir sind da recht optimistisch aufgrund der Zeichen, die wir da bekommen. Genau, und wenn ich jetzt aber schon finanzschwache Kommune bin und sozusagen gar nicht loslegen kann, dann ist ganz sicher sinnvoll auch, dass ich da nochmal über andere Strukturen nachdenke. Ich glaube prinzipiell auch überhaupt, Bürgerenergiegenossenschaften können auch unabhängig davon sehr sinnvoll sein. Die praktische Erfahrung ist einfach, umso größer die Städte sind, umso schwieriger wird das. Im kleinen Ort mit 2.000, 3.000 Einwohnern klappt das meist sehr, sehr gut, weil ich eine hohe Identifikation habe, eine hohe Verbindlichkeit und noch eine gute Struktur. Sobald die Orte größer werden, ist es schwierig. Aber vielleicht kann ich da auch eine spannende Konstruktion bauen zwischen die eine besitzt und betreibt und die andere besitzt nur einen Teil von dieser GmbH. Das muss ich wirklich vor Ort im Einzelfall dann schauen und da im Zweifel auch strukturell kreativ sein. Ja, wunderbar. Also wir sind jetzt am Ende der Zeit angekommen und ich sehe hier eigentlich auch zu diesem Themenkomplex keine Fragen mehr, die wir nicht beantwortet haben. Einige Teilnehmende haben sich auch schon verabschiedet. Deswegen würde ich sagen, wir kommen jetzt auf die Ziellinie dieser Veranstaltung. Es gab hier noch die Bitte, ob die Fördermöglichkeiten noch in die Folien integriert werden könnten, die wir dann im Anschluss versenden. Wie gesagt, Sie bekommen über Ihre Anmeldung die Unterlagen, also die Präsentationen zu dieser Veranstaltung zugeschickt. Wir stellen die nicht online, weil das immer so ein bisschen schwierig ist teilweise mit den Bildrechten. Das ist immer etwas haarig. Deswegen sehen wir davon ab. Aber die Aufzeichnung dieser Veranstaltung wird auf jeden Fall online gestellt unter boell.de/wärmewende. Genau, und mir bleibt dann eigentlich noch
Ihnen zu danken für das Interesse, für die vielen interessierten Fragen und natürlich auch für den vollen, tollen Vortrag an die Lea. Es ist sicherlich eine Veranstaltung, die wir möglicherweise auch nochmal wiederholen können oder vertiefen können. Da werden wir nochmal drüber sprechen. Aber wenn, dann wird das auf jeden Fall im nächsten Jahr erst der Fall sein. Ja, wir hoffen, dass viele Wärmewendeprojekte hier auf die Schiene kommen und es ganz viele Kommunen gibt, die sich da dafür engagieren und das auch praktizieren und dass wir auch dazu ein bisschen was beitragen konnten. Sie können im Nachgang dann, wenn Sie gleich die Schlussfolie sehen, diese Veranstaltung auch bewerten und uns ein Feedback geben. Das verwenden wir dann für die Neukonzeption von Veranstaltungen. Und ich möchte noch kurz aufmerksam machen auf eine Veranstaltung in der kommenden Woche, auch zum Thema Wärmewende. In der Reihe Green Cities 2035, da diskutieren wir nochmal politisch auch mit dem BMWK, mit dem zuständigen Abteilungsleiter für die Wärmeplanung und auch für die Vorgabe zu erneuerbaren Heizungen und auch natürlich Kommunen, große Städte, kleine Städte. Das ist am nächsten Donnerstag, am 24. November. Dazu kann man sich auch noch anmelden und da können Sie das Thema weiterverfolgen. Also vielen Dank und wir wünschen einen schönen Abend. Bis bald.